Abend, sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem hybriden Format und möchte zunächst einmal begrüßen am Bildschirm, gerade war das Bild noch da, Frau Senatorin Schilling, vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben, Magnifizenz, Herrn Rektor Scholz-Walter der Universität Bremen, Frau Boetius und Herr Blomer im Saal, die heutigen Vortragenden, liebe Gäste hier und digital zugeschaltet. Als DMV-Präsidentin heiße ich Sie recht herzlich willkommen, heute hier am Nikolaustag zur Gauss-Vorlesung im Haus der Wissenschaft in Bremen. Ich werde Sie auch durch das Programm geleiten, zwischen den verschiedenen Medien, so wie das hoffentlich mittlerweile erprobt ist. Mit dem Format der Gauss-Vorlesung, wozu ich zunächst etwas sagen möchte, möchte die DMV aktuelle Entwicklungen in der Mathematik aufzeigen und sich gut verständlich an die interessierte Öffentlichkeit wenden. Wahrlich kein einfaches Ziel. Nach 2006 ist das nun bereits das zweite Mal, dass die Gauss-Vorlesung in Bremen gastiert und es war also mal wieder an der Zeit, hierher zu kommen. Worüber wir uns freuen. Querverbindungen zu anderen Fächern sowie zum Austragungsort selbst sind uns hierbei ein besonderes Anliegen. Und so ist es nur folgerichtig, dass der heutige Einführungsvortrag später sich einem Thema widmen wird, welches in Bremen wie an kaum einem anderen Standort in Deutschland erforscht wird, nämlich der Forschung der Lehre und der Ökosysteme. Wir sind darauf gespannt. Überhaupt spielt Bremen eine besondere Rolle für die DMV, denn auch wenn die Universität noch vergleichsweise jung ist, hier in Bremen wurde die DMV 1890 gegründet. Das ist nun der Augenblick, wo wir einige Erwähnungen einbauen, ohne die die Veranstaltung nicht stattfinden. Als erstes möchte ich mich bedanken bei der Peitkin-Stiftung, dem Springer Verlag, sowie den Alumni der Universität Bremen, die diese Veranstaltung großzügig unterstützen. Des Weiteren gilt unser Dank dem Haus der Wissenschaft, das trotz aller pandemischen Unwegsamkeiten diese Veranstaltung hier heute möglich macht und unser Gastgeber ist. Zum Schluss danke ich ganz besonders und Ihrem ganzen Team für die unermüdliche Organisation, die ganze Arbeit, die Sie reingesteckt haben und daran bis zum Schluss an eine Präsenzveranstaltung geglaubt zu haben. Vielen Dank Ihnen allen für Ihr Engagement. Ich wünsche uns allen einen vergnüglichen und lehrreichen Abend. Dürfen klatschen, Sie müssen es nicht. Dann würde ich jetzt Frau Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Dr. Schilling, um Ihr Grußwort bitten. Sehr geehrter Herr Professor Blomer, sehr geehrte Frau Professor Agricola, sehr geehrter Herr Professor Scholz-Reiter, sehr geehrte Frau Professor Boetius, sehr geehrte Frau Professor Schill, sehr geehrter Herr Professor Weber, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eigentlich hätten wir uns alle bereits letztes Jahr um diese Zeit hier in Bremen treffen sollen. Corona ließ dies leider nicht zu. Umso mehr freue ich mich, dass es uns gelungen ist, diese Veranstaltung in diesem Jahr trotz Corona dennoch stattfinden zu lassen, auch wenn nur im hybriden Format und mit einigen kleinen Anfangsschwierigkeiten. Ich denke jedoch, dass damit der pandemischen Lage Rechnung getragen wird. Ich freue mich sehr darüber, dass die Gauss-Vorlesung nach 15 Jahren nun wieder hier in Bremen zu Gast ist. Ich gratuliere ganz besonders Ihnen, Herr Professor Blomer, zu der Ehre, dass Sie eingeladen wurden, diese Gauss-Vorlesung zu halten. Denn ich habe mir sagen lassen, dass es eine große Anerkennung in der Wissenschaftsgemeinschaft bedeutet, diese Gelegenheit zu erhalten. Gleichzeitig gratuliere ich an dieser Stelle auch recht herzlich Herrn Professor Moritz Weber, den Van Kaven-Preisträger in diesem Jahr. Die Verleihung wird heute ebenfalls in diesem Rahmen stattfinden. Mathematik ist eine Schlüsseltechnologie des Informationszeitalters,
außerordentlich wichtig für die Innovations- und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und daher auch für Bremen in Forschung, Anwendung und Transfer von großer Bedeutung. So machen unsere Mathematikerinnen und Mathematiker in Bremen eine ganz hervorragende Arbeit, die Begeisterung für ihr Fach weiterzugeben und über Transferaktivitäten in die Stadt zu tragen, sowohl in Richtung unseres potenziellen wissenschaftlichen Nachwuchses, den Schülerinnen und Schülern, als auch in Richtung der breiten Öffentlichkeit. Es gibt in Bremen wirklich eine Vielzahl an mathematischen Aktivitäten, verständlich aufbereitete Vorträge im Haus der Wissenschaft, Veranstaltungen für die Stadtgesellschaft, vielfältige Zusammenarbeit mit Schulen, Vorträge bei MINT-Foren, Forschertage für Schülerinnen und Schüler und sogar mathematische Spaziergänge durch die Stadt sind im Angebot. Die Bremer Freizeitförderung in Mathematik für Schülerinnen und Schüler ist überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Städten. Die Bremer Mathematik leistet ebenso eine starke und anerkannte Forschung. Sie ist sowohl auf dem Gebiet der Grundlagenforschung aktiv, trägt aber auch intensiv zur Anwendungsforschung bei. Dabei wirkt Mathematik häufig im Verborgenen. Die Mathematik zeichnet sich dadurch aus, dass sie interdisziplinär arbeitet und intensiv in andere Fachgebiete eingebunden ist. So ist die Mathematik die einzige Disziplin, die in fast allen Forschungs- und Transferschwerpunkten des Landes durch Kooperationsprojekte vertreten ist. Sie ist beteiligt an der Entwicklung des autonomen Fahrens, der Robotik, der Weltraumforschung, der Materialforschung, der Logistik, bis hin zu dem Gesundheitswesen sowie Sozialwissenschaften. Mathematische Forschung ist ebenso integraler Bestandteil der Forschungsarbeit an unseren außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, dem BIPS. Auch bestehen Kooperationen zum Fraunhofer-Institut für digitale Medizin, dem MEWIT. Um den Transfer in die regionale Industrie kümmert sich zum Beispiel das Zentrum für Technomathematik an der Universität Bremen, indem es durch Modellierung und Lösung komplexer Probleme diese für Anwendungen konkret nutzbar macht. Mathematik arbeitet also häufig im Verborgenen, aber ihr Beitrag in Forschung, Anwendung und Transfer ist erheblich und findet deutliche Beachtung und klare Anerkennung. Ich danke Ihnen nun vielmals für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche und spannende Gauss-Vorlesung. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu unserem zweiten Grußwort, nämlich vom Rektor, Herrn Professor Scholz-Reiter. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Agricola, sehr geehrte Frau Senatorin Schilling, liebe Kerstin Schill, sehr geehrter Herr Weber, sehr geehrter Herr Blomer, liebe Antje Boetius, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich freue mich natürlich sehr, Sie alle heute in Bremen zur Gauss-Vorlesung begrüßen zu dürfen. Und zwar, wie schon erwähnt, 15 Jahre, nachdem dieses Format das erste Mal in der Hansestadt ausgerichtet wurde. Aber auch die Universität Bremen feiert in diesem Jahr ein besonderes Ereignis. 1971, also genau vor 50 Jahren, nahm die Universität ihren Betrieb auf. Wie wir alle wissen, fiel die Gründung in eine Zeit des Wandels und der Erneuerung. Im Geiste der Studierendenbewegung der 60er Jahre brach die junge Universität als Reformuniversität bewusst mit den althergebrachten Vorstellungen der traditionellen Hochschulpolitik. Anstelle des klassischen Top-Down-Modells trat eine praxisorientierte und interdisziplinäre Lehre, die sich durch flache Hierarchien zwischen den Lehrenden und den Studierenden auszeichnete. Wissenschaft sollte transparent sein und nicht nur im Elfenbeinturm stattfinden. Dieser Anspruch ist für die Universität Bremen, aber für die meisten deutschen Universitäten heute immer noch hochaktuell. Forschung und Lehre für und mit der Gesellschaft ist ein wichtiger Bestandteil unseres Wissenschaftsverständnisses. Lehre und Forschung an der Universität Bremen stehen in einem kontinuierlichen Dialog mit der Außenwelt und zielen auf konkrete gesellschaftliche Probleme und deren Zukunftssicherung in Bremen, Deutschland und natürlich der ganzen Welt. Mit den Gauss-Vorlesungen
hat sich auch die Deutsche Mathematikervereinigung das Ziel gesetzt, aktuelle Entwicklungen der Mathematik einer breiten, interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, also auch außerhalb des Elfenbeinturms. Und ich freue mich daher ganz besonders, dass die heutige Vorlesung in Bremen in diesem, auch unserem eigenen Jubiläumsjahr stattfindet und unserem Anspruch einer weltoffenen Wissenschaft gerecht wird. Und ich wünsche uns nun allen einen anregenden und interessanten Abend und einen Einblick in die Mathematik. Vielen Dank. Zur Verleihung des von Carbon-Preises kommen. Wir haben Laudatorin zugeschaltet. Ich begrüße die Vizepräsidentin der DFG, Frau Professor Schill. Und wir haben im Raum hier im Haus der Wissenschaft Herrn Professor Moritz Weber. Vielen herzlichen Dank. Sehr verehrte Frau Professorin Agricola, sehr verehrte Frau Senatorin Schilling, sehr geehrter Rektor Scholz-Reiter, lieber Bernd, liebe Antje Boetius, sehr verehrter Herr Professor Blomer, sehr verehrter Herr Weber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft möchte ich der Deutschen Mathematikervereinigung sowie den Veranstaltern der Gauß-Vorlesung ganz herzlich dafür danken, dass sie diese Preisverleihung wieder einmal in diesem schönen und würdigen Rahmen dieses Mal in Bremen stattfinden lassen kann und dies im 50. Jubiläumsjahr, wie wir es gerade gehört haben, der Universität Bremen. Die Kernaufgabe der DFG besteht in der wettbewerblichen, rein wissenschaftsgeleiteten Auswahl der besten Forschungsvorhaben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Hochschulen und Forschungsinstituten und in deren Finanzierung. Die DFG möchte dabei die besten Ideen der besten Köpfe fördern und widmet der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses besondere Aufmerksamkeit. Ziele sind für uns ebenfalls die Förderung der Zusammenarbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und der Chancengleichheit in der Wissenschaft sowie der Austausch mit Wirtschaft und Gesellschaft. Neben weiteren Aufgaben im deutschen Wissenschaftssystem vergibt die DFG auch wissenschaftliche Preise, wie den Leibniz-Preis oder den heute zu verleihenden von Kafen-Preis für Mathematik. Der von Kafen Ehrenpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft soll nach Möglichkeit jährlich vergeben werden für hervorragende Forschungsleistungen von in der Europäischen Union arbeitenden Mathematikerinnen und Mathematikern. Das Preisgeld des von Kafen-Preises stammt aus einer gleichnamigen Stiftung, die der aus Detmold stammende Mathematiker Herbert von Kafen im Dezember 2004 zusammen mit der DFG gründete. Herbert von Kafen verstarb im Sommer 2009 im gesegneten Alter von 101 Jahren. Er interessierte sich bis ins hohe Alter vor allem für die Grundlagen der Mathematik und hat sich zeitlebens auch für deren Förderung eingesetzt. Es gibt einen kleinen Link des Stifters nach Bremen, denn sein Großvater August von Kafen ist gebürtiger Bremer gewesen. Das konnte ich mir an dieser Stelle jetzt nicht verkneifen. Die Auswahlentscheidungen für den Kafen-Ehrenpreis trifft das Fachkollegium Mathematik der DFG. Als ein von den in Deutschland arbeitenden Forschungsmathematikern alle 4 Jahre gewähltes Gremium begleitet es alle Förderentscheidungen der DFG im Bereich Mathematik mit qualitätssichernden Augen. Der mit 10.000 Euro dotierte Ehrenpreis wird der besten Bewerberin oder dem besten Bewerber im Heisenberg-Programm in der Mathematik aus dem jeweils vergangenen Jahr als besondere Auszeichnung zuerkannt, sozusagen als i-Tüpfelchen für dieses prestigeträchtige Programm. Seit 2017 werden bei der Preisträgerauswahl ebenfalls Geförderte im Eminöter-Programm aus der Mathematik berücksichtigt. Es ist mir jetzt eine Freude, Ihnen nun das Forschungsgebiet unseres diesjährigen Preisträgers und seinen wissenschaftlichen Werdegang vorstellen zu dürfen. Moritz Weber beschäftigt sich mit Quantensymmetrien, genauer gesagt mit Quantengruppen. Sein Arbeitsgebiet liegt an der Schnittstelle von Funktionalanalysis, Algebra und Kombinatorik. Hierbei treten Querverbindungen zur Theorie der Quanteninformation sowie zur freien Wahrscheinlichkeitstheorie auf. Es kommen aber auch Methoden aus der Computeralgebra zum Einsatz.
Um Ihnen die Forschung unseres Preisträgers etwas näher zu bringen, möchte ich mit dem Begriff der Symmetrien beginnen. Symmetrien sind Ihnen allen bekannt. Spiegelt man das Bild eines perfekten Schmetterlings an der Längsachse seines Körpers, so ergibt sich wieder das gleiche Bild. Er ist symmetrisch. Auch mathematische Objekte wie zum Beispiel ein Quadrat, ein Rechteck oder ein Kreis weisen unterschiedliche Symmetrien auf, anhand derer sie unterschieden werden können. Um Ihnen die Bedeutung von Symmetrien aufzuzeigen, möchte ich an dieser Stelle einen Nobelpreisträger aus der Physik, Philip W. Anderson, zitieren. It is only slightly overstating the case to say that physics is the study of symmetry. Es sei also nur eine geringfügige Übertreibung, die Physik mit dem Studium von Symmetrien gleichzusetzen. Mathematisch werden Symmetrien für gewöhnlich mit Hilfe des Begriffs der Gruppe beschrieben. Und es lassen sich Objekte anhand ihrer zugehörigen Symmetriegruppen unterscheiden. So hat beispielsweise ein gleichseitiges Dreieck eine sechselementige Symmetriegruppe, während ein gleichschenkliges Dreieck nur eine zweielementige besitzt. Man kann daher schließen, dass diese beiden Dreiecke verschieden sein müssen, unter anderem. Lassen Sie mich nun von den Symmetrien zur Welt der Quanten kommen. Die Entwicklung der Quantenphysik zu Beginn des letzten Jahrhunderts hat gezeigt, dass die Wirklichkeit auf atomarer und subatomarer Ebene anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als denen der klassischen Physik. Im subatomaren Bereich verhält sich vieles anders, als wir es von unseren alltäglichen Erfahrungen her kennen. Während die Reihenfolge in unserer Welt oft keine Rolle spielt, so ist eben 5 mal 3 dasselbe wie 3 mal 5 und man sagt, dass die Multiplikation vertauschbar oder kommutativ ist, ist dies bei Quantenexperimenten grundlegend anders. Auf atomarer Ebene macht es einen Unterschied, ob zuerst die Position eines Quantenteilchens und dann dessen Impuls gemessen wird oder umgekehrt. Die erste Messung verändert nämlich auf empfindliche Weise den Zustand des Systems, das man zu messen versucht, weshalb die Reihenfolge der Messungen, anders als bei der Multiplikation natürlicher Zahlen, nicht egal ist. Werner Heisenberg, der Namensgeber des DFG-Programms, in dem unser Preisträger aktuell gefördert wird, hat als erster diese fundamental neue Gesetzmäßigkeit der Quantenphysik formuliert, die wir auch als Heisenbergsche Unschärferelation nennen. Heisenberg gelang es zudem, das Verhalten von Quantensystemen richtig vorherzusagen, indem er die physikalischen Variablen durch Tabellen, sogenannte Matrizen, ersetzte, deren Spalten die Ausgangsbahnen und deren Zeilen die Endbahnen und deren Zahleneinträge die Übergänge eines Elektrons von einer bestimmten Umlaufbahn zu einer anderen im Bohrschen Atommodell darstellen. Mathematisch lässt sich auch die Multiplikation von solchen Matrizen definieren, bei der anders als bei gewöhnlichen Zahlen a mal b nicht das gleiche sein muss wie b mal a. Dieses Phänomen bezeichnen Mathematikerinnen und Mathematiker als Nichtkommutativität. Seit den 1980er Jahren entwickelt sich mehrere parallele Strömungen in der Mathematik, die man lose unter dem Begriff der Quantenmathematik zusammenfassen kann. Ihnen ist gemeinsam, dass Sie mit dem für unser Verständnis der Wirklichkeit wesentlichen Phänomen der Nichtkommutativität umzugehen versuchen. Wie ich Ihnen zu Anfang erläutert habe, spielen Symmetrien und die zugehörigen Symmetriegruppen eine ganz wesentliche Rolle, um die Welt richtig zu verstehen. In der nicht-kommutativen Welt der Quantenmechanik stellt sich nun heraus, dass die Theorie der Gruppen alleine nicht reicht, um Symmetriephänomene vollständig zu beschreiben. Mit der Theorie der Quantengruppen versucht man, diese Lücke zu schließen. Ein Beispiel dafür sind Quantenpermutationsmatrizen, bei denen es sich um Matrizen handelt, deren Einträge selbst wieder Matrizen und damit höchst nicht-kommutative Objekte sind. Während bei einer einfachen Umordnung einer Reihe von diskreten Punkten oder mathematisch ausgedrückt durch eine Permutation die zugehörige Permutationsmatrix einen Punkt I eindeutig einen Punkt J zuweist, bildet eine Quantenpermutationsmatrix einen Punkt I ein klein wenig auf einen Punkt J ab und gleichzeitig ein klein wenig auf einen Punkt K sowie eventuell noch auf weitere Punkte. Durch dieses Verschmieren, wie man in der Physik sagen würde, ergeben sich mehr Möglichkeiten, eine gegebene Anzahl von Endpunkten zu quantenpermutieren, als sie nur zu permutieren.
Quantengruppen bieten mitunter ein feineres mathematisches Werkzeug, um Quantenobjekte zu charakterisieren und zu unterscheiden, als dies mit der klassischen Theorie der Gruppen möglich ist. Nach dieser kurzen Beschreibung des Gebiets der Quantengruppen möchte ich nun den Karriereweg unseres Preisträgers beschreiben. Moritz Weber hat seine wissenschaftliche Ausbildung an der Universität Münster absolviert und wurde dort sowohl durch einen Graduiertenkolleg der DFG als auch im Rahmen zweier mathematischer Sonderforschungsbereiche gefördert. Er promovierte bei Joachim Kunz und wechselte im Jahr 2010 an die Universität des Saarlandes, von wo ihn längere Auslandsaufenthalte als Postdoktorand im Jahr 2013 an das Fields-Institut nach Toronto, Kanada und im Jahre 2015 an das Institute of Mathematical Sciences nach Chennai, Indien sowie an die University Glasgow in Schottland führten. Im Jahr 2015 wurde er Juniorprofessor im Saarbrücken. Dort leitete er von 2017 bis 2020 ein Teilprojekt im Rahmen des transregionalen Sonderforschungsbereichs TRA 195, symbolische Werkzeuge in der Mathematik und ihre Anwendung, und hat seither erfolgreich weitere DFG-Projekte eingeworben. Im Jahr 2016 verlieh die saarländische Landesregierung Moritz Weber den Landespreis Hochschullehre für sein ehrenamtliches Engagement, Mathematikkenntnisse von Flüchtlingen aufzufrischen, die studieren wollen. Hieraus ist auch ein arabisch-deutsches Mathematiklehrbuch hervorgegangen. Seit März 2021 ist Moritz Weber Heisenberg-Professor an der Universität des Saarlandes. Das konkrete Arbeitsgebiet von Moritz Weber sind die kompakten Quantengruppen mit Verbindungen zur freien Wahrscheinlichkeitstheorie, Kombinatorik und Operatoralgebren. In diesem Gebiet hat er in den letzten Jahren sehr bedeutende Beiträge geleistet. Besonders bekannt ist Moritz Weber für seine vollständige Klassifizierung der einfachen Quantengruppen, die er durch die Beschreibung algebraischer, analytischer und darstellungstheoretischer Eigenschaften mithilfe von Kombinatorik erzielen konnte. Durch den Einsatz von Computeralgebra gelang es ihm, einen neuen Impuls für das allgemeine Klassifikationsproblem für Quantengruppen herzustellen. Dadurch konnte seine Arbeitsgruppe auch erste Fälle von nicht einfachen Quantengruppen konstruieren. Aktuell befasst er sich mit unitären Quantengruppen und ihren zugrunde liegenden kombinatorischen Strukturen, den zweifarbigen Partitionen. Anwendungen finden seine Ergebnisse beispielsweise in der Quanteninformationstheorie, aber auch in anderen mathematischen Bereichen. So konnte er kürzlich in Anlehnung an das bekannte Resultat von Erdős Rengyi über Symmetrien für Bäume zeigen, dass fast alle Bäume Quantensymmetrien haben. Meine Damen und Herren, das Fachkollegium Mathematik der DFG zeigte sich beeindruckt von der hervorragenden Publikationsleistung und den originellen Forschungsansätzen von Moritz Weber, weshalb es ihn als Preisträger für den diesjährigen von Karfenpreis vorgeschlagen hat. Ich möchte jetzt, obwohl ich ihn im Moment nicht sehen kann, Herrn Professor Weber nach vorne bitten. Professorin Weber ist Informatikprofessorin an der Universität Bremen und Mitglied des Fachkollegiums Informatik, in dem sie die Mathematik vertritt. Und ich würde gerne bitten, dass Frau Mego nun die Urkunde an Moritz Weber überreicht. Wunderbar, ich kann Sie jetzt alle sehen. Ich darf die Urkunde kurz vorlesen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verleiht Professor Dr. Moritz Weber in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen den von Karfen Ehrenpreis 2021. Bremen, den 6. Dezember 2021, die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Katja Becker. Meinen herzlichen Glückwunsch und auch den von Katja Becker an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch, Herr Weber. Musikteil.
Jetzt kommt unser erster Vortrag und ich möchte Ihnen daher ganz kurz zu unserer ersten Vortrag Frau Professor Boetius erzählen. Technik Rast? Ja. Noch mehr. Ich nehme es wieder in die Hand. Gut. Okay. Ja, Frau Professor Boetius hat ihren Vortrag übertitelt Die Vermessung der Meere, was wir wissen und was wir nicht wissen. Das erinnert uns natürlich sofort an die Geschichte von Daniel Kehlmann, die Vermessung der Welt, die in einer fiktiven, aber nicht unmöglichen Begegnung den Mathematiker Carl Friedrich Gauss, haben wir ihn wieder, und den Naturforscher Alexander von Humboldt aufeinandertreffen lässt. Mathematik und Naturforschung, Gauss und Humboldt, die beiden passen gut zusammen. Die Komplexität mariner Ökosysteme ist ohne Mathematik nicht zu erfassen. Und doch, wir ahnen es, es wird wohl deutlich weniger bekannt sein, als man sich vermutlich wünscht. Das ferne Weltall ist stellenweise besser erforscht als die relativ nahe Tiefste. Frau Professor Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, hat ihre gesamte Wissenschaftlerkarriere der Erforschung der Mikrobiologie der Ozeane verschrieben. Ungezählte Auszeichnungen belegen die Bedeutung ihrer Forschung. Sie aufzulisten, würde mir die Vortragszeit klauen, deswegen tue ich das nicht. Aber aus dem bunten Strauß möchte ich hervorheben die Uranienmedaille, so nicht so lange her, die Gauss-Medaille der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, das ist klar, Gauss muss heute einfach überall vorkommen, die Aufnahme in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, das ist auch noch relativ neu, und das Bundesverdienstkreuz. Ihre Erkenntnisse liefern stringente Schlüsse auch für Klima- und Meeresschutz. Und so mischt sie sich auch in politische Debatten ein, wenn sie das für angemessen hält. Wir danken uns sehr für die Bereitschaft, hier einen Kurzvortrag zu halten und freuen uns schon sehr darauf, modulo den paar Sekunden, die wir zu Ihnen bauen, brauchen. Nachmittag und vielen Dank für die freundliche Einführung. Es geht kurz um die Vermessung des Ozeans und ich habe wieder einen meiner absoluten Lieblingssprüche hier rausholen müssen von jetzt geht es nicht weiter. Ja, ihr habt aber auch Pech hier, ne? Ja, jetzt. Von Carl Friedrich Gauss. Das schauen wir uns mal kurz an. Das ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuss gewährt. Und das ist mein Leitspruch als Tiefseeforscherin. Karl Friedrich Gauss, wenn man überlegt, wann er gelebt hat und wann er so essentielle Beiträge hat, so dermaßen viel erfunden und geforscht, dass man sich heutzutage ganz klein fühlt, wenn man sieht, wie ein Mensch wirklich unglaubliche Lösungen gefunden hat für alles Mögliche. Abgesehen von den Grundlagen der Vermessung und Kartografie, auf die ich mich heute besonders beziehen will, Erfindung des Magnetometers und Gründung des Magnetischen Vereins mit einer dieser Ideen, die in der Zeit, also praktisch bevor die industrielle Revolution so richtig voll im Schwunge war, in der Wissenschaft kam. Man kann eigentlich nur dann wissenschaftlich exzellent arbeiten, wenn es standardisierte, vernetzte Beobachtungen auf der Welt gibt. Friedrich Nansen ist ein anderer, er war ja ein Ozeanograf, nicht so sehr Mathematiker, aber er hat auch dafür gekämpft, dass alle Physiker standardisierte Thermometer haben, um festzustellen, wie kalt ist es eigentlich wirklich auf der Erde wo. Und Carl Friedrich Gauss hat hier mit seinem Verein und seinem ersten Netz von Beobachtungsstationen Großes geleistet, also auch die Berechnung der Lage der magnetischen Pole und überhaupt Magnetometer erfunden. Ihm wurde daraufhin in der Folge, in der Erkundung der Ozeane, auch ein Forschungsschiff gewidmet. Das ist, glaube ich, die höchste Ehre, die es gibt auf der Erde, muss ich als Ozeanografin sagen, wenn Forschungsschiffe nach einem benannt sind. Und das Forschungsschiff Gauss ist 1900 mit Forschenden und großen Mannschaften in die Antarktis gefahren. Okay. So, weil sie mich im Raum ist. Was Sie hier sehen,
sehen, sind zwei solcher Bilder. Die Gauss hat es tatsächlich auch ins Eis geschafft, war etwas verstärkt. Sie ist nach dem Vorbild der Fram, dem Forschungsschiff von Fridtjof Nansen, gebaut, den ich schon gerade erwähnt hatte. Und die Briefmarke, die Sie hier sehen, hat in 2001 100 Jahre Polarforschung in Deutschland gefeiert. Und hier ist das Forschungsschiff Gauss zusammen mit unserer Polarstern, dem eisbrechenden Forschungsschiff, das mittlerweile über 40 Jahre alt ist, des Alfred-Wegener-Institutes zusammen zu sehen. Zur Zeit von Carl Friedrich Gauss sah die Erde noch so aus. Und ich finde das immer toll, wenn man in diese alten Karten geht und sich vorstellt, wie die Welt gewesen ist, wenn man das als Bild von der Erde hatte. Bilder von der Erde sind ja ganz essentiell für unsere Fantasie, für die Fantasie jeden Kindes und auch jeden Erwachsenen. Und man sieht hier zwei Dinge. Erstmal waren nicht alle Inseln und erst recht nicht die Polarregionen bekannt und erforscht. So hat Fridtjof Nansen ja etwas dafür gesorgt, dass man verstanden hat, dass in der Mitte der Arktis eben keine Insel, kein Kontinent ist, sondern einfach nur ein Ozean mit Meereis drauf. Und vor allen Dingen war über den Meeresboden immer noch recht herzlich wenig bekannt, obwohl eben schon die ersten weltumessenden Vermessungsexpeditionen der Tiefsee unterwegs waren. Und daher kommt eben diese verrückte Situation, dass wir, das können wir natürlich nicht, aber gut, dass wir bei der Vermessung der Tiefsee das Problem haben, dass wir wirklich wenig wissen, bis heute. Wenn man überlegt, wie das kommt, also erstmal 60% der Erdoberfläche sind durchschnittlich 3,8 Kilometer tief. Das macht 90% des belebten Raumes der Erde. Das berechnet man so, indem man sagt, wo ist überall Leben, also diese Wassersäule, 3,8 Kilometer, dann der Schlamm ist auch belebt, da geht es nochmal in großen Bereichen der Meere einen Kilometer oder mehr runter. Und das vergleicht mit der dünnen Atmosphäre, die belebt ist, dann kommt eben raus, dass 90% des belebten Raums der Erde Tiefsee ist, die nicht vermessen ist und wirklich mikroklein erforscht ist. Und das ist tatsächlich ein Wunder. Das heißt auch, dass wir natürlich den größten Teil der Vielfalt im Leben nicht kennen. Und heute möchte ich aber zu Ehren von Herrn Gauss vor allen Dingen beim Meeresboden und dessen Vermessung bleiben und nicht auf mein Spezialgebiet, die Vermessung der Vielfalt von Leben, kommen. Vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn es passt. Also warum haben wir die Ozeane so schlecht vermessen? Es hat auch was mit den Technologien und den Messgeräten zu tun. Tatsächlich ist es eben in diesem riesigen, tiefen Raum mit hohem Druck, kalt und dunkel und Seewasser, sehr sauerstoffreich und salzig, fein von den meisten Metallen, fast unmöglich, gute Methoden zu entwickeln, in denen man großflächig dann vermessen kann. Daher lernen wir eigentlich viel dazu durch die Nutzung der Tiefsee oder haben viel dazu gelernt. Die Forschung hat zwar viel für die Vermessung der Meere getan, aber sehr viel der präzisen Messungen, die wir Landkarten, die wir von Meeren haben, kommt aus der vielfältigen Nutzung der Meere. Wenn Sie hier mal ganz kurz drüber schauen, kennen Sie die meisten Nutzungen wahrscheinlich. Vielleicht ist Ihnen wenig bekannt, dass es für viele Jahrzehnte bis zu unserer Lebenszeit großflächig Abfallentsorgung in der Tiefsee gibt. Gab. Und was wir alle immer vergessen, ist, unsere Internetkommunikation geht eben über Tiefseekabel. Und die werden verlegt, wie früher auch die Telekommunikationskabel, die überhaupt zu den ersten großen Vermessungen geführt haben. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter und überlegen für einen Moment, weswegen wir Vermessung eigentlich brauchen würden. Natürlich ist jenseits der Neugierde und jenseits der direkten Nutzung, gerade die indirekte Nutzung der Meere heute im Fokus. Wir wollen wissen, wie produktiv sind die Meere. Wir wollen immer noch wissen, natürlich, wie viel Fisch können wir rausnehmen, aber vor allen Dingen wollen wir heute wissen, wie hilft uns das Meer, CO2 zu speichern aus der Atmosphäre. Dazu muss man Strömungen kennen, dazu muss man Wind und Wetter kennen und die alle hängen mit der Verteilung von Landschaften über Wasser und unter Wasser zusammen. Der Meeresboden und seine Struktur, seine Morphologie sind essentiell, um die Geschichte der Ozeane und des Klimas zu verstehen, um Klimaarchivproben zu nehmen, Lebensverteilung natürlich auch, um zu verstehen, wie der Ozean ein Kohlenstoffspeicher ist und wann er es eben nicht ist. Und da kommt eben dieser viel zitierte Satz, mit dem man Ozeanografen immer so richtig gruseln kann, in der Ehre anfassen, dass die Erde tatsächlich schlechter vermessen ist als Mond und Mars. Und das ist einfach so. Die Mond und Mars, weiß nicht, wer das von Ihnen weiß, sind mittlerweile auf einer Gridskala von unter 10 Metern, im Großen 200 Meter vermessen. Wenn Sie mal überlegen, was Sie wissen von der Erde, wie die Erde vermessen ist in den Ozeanen, da könnten Sie jetzt alle raten und Sie würden nicht drauf kommen, dass wir noch nicht mal das Grid von ein paar Kilometern geschafft haben.
Das ist wirklich erstaunlich. Woran liegt es? Ich liebe diese Kinderdarstellung. Gibt es bei einer Kindersendung, da kann man den Stöpsel ziehen und das Meerwasser ablassen. Jetzt stellen wir uns hier mal die Leere vor, die haben schon mal 200 Meter abgelassen und Sie können noch nicht mal ein bisschen Boden sehen. Aber immerhin, die Schelfe sind einigermaßen gut allein durch die Fischerei vermessen, weil die Fischerei hat Boote, da kommen wir gleich noch drauf, und die kann den Meeresboden vermessen. Lassen wir noch weiter, Sie sehen ja in der Skala da, wie tief Wasser wir ablassen. Lassen wir auf 1000 Meter ab, bringt immer noch nicht so viel. Und lassen wir jetzt ab 5000 Meter ab, dann kann man schon die Hälfte des Meeresbodens sehen, aber eben nur die Hälfte. Und da drinnen sind gigantische Strukturen. Das, was Sie hier in der Mitte der Ozeane, zum Beispiel wenn Sie jetzt den Atlantik anschauen, der so S-förmig gebogen ist, sehen Sie ein riesiges Gebirge. Man kann das Wasser bis zu 11 Kilometern ablassen und dann kommt man überall hin. Hier sieht man jetzt noch die Gräben, die übrig sind, und man sieht auch die Struktur des Meeresbodens. Und es sind wirklich gigantische Gebirge, die in den Meeren zu finden sind. Seeberge, Inseln, Vulkane. Also jeder, der im Südozean unterwegs ist, der hat schon mal einen Seeberg auf seiner Fahrt entdeckt, der vorher nicht auf der Karte war. Warum ist das so schwierig? Schauen wir mal kurz in die Methode der Vermessung. Man könnte ewig in den Büchern lesen über Karl Friedrich Gauss, was er beigetragen hat zur Vermessung. Aber jetzt will ich kurz einfach nur auf die Meere eingehen. Die ersten Lotungen, die es gab, die waren wirklich so, wie Sie hier im Bild sehen. Da wurde einfach ein Gewicht an einem Seil abgelassen und man kann das fühlen, selbst in großen Tiefen, wenn das Gewicht unten ankommt. Und so wurden die Meere Stück für Stück von Seeleuten mit starken Armen vermessen, denn man muss ja das ganze Seil wieder einholen und in großen Tiefen ist das dann sehr, sehr schwer. Es hat gedauert, bis die ersten Schiffe überhaupt Binden bekommen haben, damit das einfacher geht. Und dann in der Zeit ungefähr, als dann auch Herr Gauss unterwegs war und das Land vermessen hat, begannen weitere Erfindungen, bis man letztendlich in der Lage war, durch das Senden akustischer Schallwellen eine viel einfachere Vermessung zu bekommen. Schallwellen, also Schall überträgt sich gut im Wasser und man kann, wenn man einen Impuls sendet, dann mathematisch lösen, wie dieser reflektiert wird von einem Gegenstand, der im Weg ist, wie zum Beispiel den Meeresboden, und wieder zurückreflektiert wird. Diese Mathematik ist relativ früh dann geklärt worden. Sie muss natürlich immer weiter verbessert werden, denn anstatt nur einen Schall zu senden, können wir heute ja ganze Fächer von Schallen auf verschiedenen Bandbreiten senden. Und man kann auch noch dann, wenn man sich richtig anstrengt, dichte Unterschiede im Wasser ausrichten. Die erste vernünftige, in Anführungszeichen, Karte der Weltmeere hat eine Frau erstellt. Das ist auch eine tolle Geschichte. Schade, dass ich nur 20 Minuten habe, aber die Geschichte, wie diese Frau Marie Saab in der Lage war, mit Wissen, Daten, die ihr zugeschanzt wurden, weil sie als Frau damals nicht arbeiten durfte in Amerika, die musste von zu Hause aus malen und Daten interpretieren, und sie hat wirklich durch Interpretation und Extrapolation dann die ersten großen Karten der Meere gemalt. Hier sieht man zum Beispiel den Übergang vom Atlantik in die Arktis. Sie hat Erstaunliches geleistet. Wenn man bedenkt, wie wenig Daten es gab und wie gut diese erste umfassende geophysikalische Abbildung des Meeresbodens geworden ist durch ihre Kunst, dann müsste man ihr besonders huldigen. Ich warte noch auf einen Mathematikpreis, der in ihrem Namen, oder einen geophysikalischen Preis in ihrem Namen. Wir heute haben Roboter und Roboter können uns gigantisch helfen bei der Lösung der Vermessung der Meere, entweder mit dem Schiff oder sogar autonom. Man sieht hier rechts oben in Gelb, diese gelbe Zigarre ist das AV hier aus Bremen und in Rot der Bremer Roboter, und ich bin ganz schön stolz als Mitglied der Universität Bremen und des Exzellenzcluster Marums, dass wir hier wirklich aus Deutschland heraus, vom Marum aus, tatsächlich vollständig auch Vermessung der Meere hochauflösend und breit verändert haben. Da komme ich gleich drauf. Ein Beispiel mal aus dem Wirken von Marum, besonders die Arbeitsgruppe von Gerd Bormann, aber rund um Gerold Wefer, hat tatsächlich toll was geschafft. Ich kämpfe hier so ein bisschen, weil das Weiterklicken nicht so gut geht. So. Und zwar jetzt nochmal der Unterschied, den wir haben, wenn wir top, top, top vom Schiff aus messen. Hier ist eine Karte von einem aufregenden Gebiet, wo man so in Schattierungen, in Grids erkennen kann. Hier sind irgendwie Gebirge, die verändern sich 3000 Meter, dann geht es höher und tiefer. Man sieht so diese Grid-Auflösung, und das ist vom Schiff. Vom Schiff aus haben wir
verschiedene Lote, mit denen wir Schall senden und dann die Daten integrieren und sofort eine wirklich gute Karte bekommen, die aber je tiefer es ist, immer größere Fehler. Da haben wir immer noch Fehler im Bereich von zig Metern, muss man ehrlich sagen. Und wenn wir dann aber so einen freischwimmenden Autonomous Underwater Vehicle, genannt AUV, losschicken, dann können wir mit den kombinierten Methoden von ganz hochauflösenden Messungen wirklich runter auf Meter auflösen. Und da können wir kleine Krater sehen oder wir können tatsächlich Strukturen gehen. Mittlerweile ist es so, dass wenn man mit diesen frei schwimmenden Fächerrouten, wenn man da nah dran geht, so etwa 20 Meter über Grund oder noch näher, wie wir bei einem Schleppgerät, was wir auf dem Eis setzen können, was wir entwickelt haben am AVI, wenn man das benutzt, kann man bis auf die Gründen und die Größe von Organismen, also 20 Zentimeter, runtergehen. Wo kommen wir also jetzt raus? Wo stehen wir eigentlich heute, wenn wir diese Technologien haben? Auch das ist vollständig erstaunlich. Ich möchte kurz das Projekt GEPCO 2030 vorstellen. Ein Projekt, was von der Nippon Foundation in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf den Weg gebracht ist, bis 2030 eine erste vollständige Kartierung des Weltozeans zu erreichen. Zu 2030 haben wir bekanntermaßen viele große Ziele. Wir wollen klimaneutraler sein, wir wollen kein Plastikmüll mehr in den Ozean haben und vieles mehr. Aber sehr ernsthaft wird auch diese Forschung betrieben. Wie könnte man zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit auch den Ozean einigermaßen vollständig erfasst haben? Heute ist der Ozean zu fast 21% vermessen. Man sieht hier auch das Problem, wenn man auf diese Karte schaut. Das sind vor allen Dingen die Transekte von Schiffen, vor allem den Forschungsschiffen, weil das übliche Handelsschiff hat gar keine hochauflösenden Multibeams oder verschiedene Lotungen, kalibrierte Lotungen und so weiter an Bord. Die Schiffe würden das auch eigentlich nicht machen, weil dazu eben die Kalibration der Wasserdichte gehört. Es wäre natürlich fantastisch, wenn es eine Verpflichtung gäbe, dass alle Schiffe, die auf der Welt umherfahren, dann mithelfen würden, wenigstens die Meere zu vermessen als kleiner Beitrag. Aber das ist leider nicht organisiert. Immerhin ist organisiert, dass die internationale Forschung im Sinne von GAUS wie eine Art Verein zusammenarbeitet im Rahmen dieses GEPCO-Projektes und die Meere vermisst. Was bedeutet aber jetzt eigentlich eine vollständige Vermessung der Meere? Das ist gar nicht so einfach. Was hier getan wird, und da kommen wir auch wieder zu GAUS, ist in gewisser Weise, auf kluge Art und Weise, die existierenden Karten der Weltmeere aufzuteilen in Quadranten und dann zu sagen, wie genau kann es denn werden, wie viel Zeitaufwand will ich betreiben und wie weit bringt mich dann die genaue Vermessung mit Hilfe von Schiffen. Und was man hier sieht in hellblau, wäre dann eine Grid-Auflösung von 100 mal 100 Meter und der größte Teil in dunkelblau wäre 400 mal 400 Meter und dann gibt es noch einige wenige Bereiche, wo man ganz schwer hinkommt, die aber auch eigentlich flach gedacht sind, wo es dann 800 mal 400 Meter wäre. Und das würde bedeuten, dass man in jedem dieser Quadranten einen Schnitt mit einem Schiff bekommt. Dann ist das immer noch keine vollständige Karte. Sie ist immer noch nicht in dem Sinne vollständig ökologisch oder zum Wiederfinden von allen möglichen Dingen, die wir schon mal ins Meer geworfen haben. Sie reicht auch nicht, um wirklich alle Strukturen, an denen man geophysikalische Prozesse erkennt, aufzulösen, wie zum Beispiel kalte Quellen im Meer, Ablagerung von Gashydraten oder solche Dinge. Aber man hätte eine erste Weltkarte, die auf 80% existierenden weißen Flecken der Erde dann Daten hätte. Ein riesiges Unterfangen. Hier sind die Zentren und wir sind auch hier sehr stolz, dass wir am Alfred-Wegener-Institut für den Südozean stehen. Was passiert dann? Diese zentralen Zentren, die alle zusammenarbeiten, stimmen sich ab mit den Quadranten und den Messungen und programmieren ihre Expeditionen so, dass bis 2030, also in 9 Jahren, dann die Karte zusammengekommen sein soll. Bestimmt hat jetzt Corona einige Striche durch die Rechnung gemacht, davon gehe ich aus. Immerhin haben wir am AVI bisher noch nicht aufgegeben und werden auch jetzt wieder Polarstern gerade losgefahren in den Südozean auf den Weg schicken. Und es funktioniert dann so, dass abgestimmt von allen Forschungsschiffen etwas Schiffszeit für bathymetrische Kartierung bereitgestellt wird, dass wir so also nicht mehr einfach den schnellsten Weg fahren, sondern immer ein bisschen Zeit abgeben und immer wieder neu versetzt Transekte fahren. Und so können wir Seeberge und Vulkane und alles Mögliche, wie gerade hier geschehen, dann ermöglichen, dass die dann endlich auf einer Karte sind. Da gibt es ständig Highlights, zum Beispiel gerade letztes Jahr war eine Ausfahrt, die dann leicht umprogrammiert werden konnte, die ist ins Weddellmeer gefahren in der Antarktis. Da ist ein gigantischer Gletscher, kann man hier sehen, riesig abgebrochen und zum ersten Mal in vielen Jahrzehnten konnte dann das Schiff tatsächlich dort eine Vermessung vornehmen
und das war dann nicht so tief, dass wir dort Erstaunliches gefunden haben, wie zum Beispiel eierlegende, brütende Fische, die pro Quadratmeter ein oder zwei Nester bauen in einem riesigen Bereich. Und diese Entdeckungen, die sind definitiv noch möglich. Kommen zum Schluss. Was ich nochmal sagen will, ist, so wie wir überhaupt noch kämpfen darum, dass wir die Erde kennen, dass wir die Erde vermessen haben, so geht es natürlich auch mit dem Leben. Diese bunten Bilder, die Sie hier sehen von Lebewesen, die in den letzten Jahren entdeckt worden sind, sind nur Beispiele von 10 Millionen Arten von großen Tiefseetieren, also die man mit bloßem Auge sehen kann, die nicht entdeckt, kartiert, gezählt, vermessen, benannt sind. Und was dabei so unheimlich ist, ist, dass dieser Zustand des Nichtwissens über die Erde eben konträr ist zu unserem Verlust auch im Ozean von Habitaten und Arten. Und wir finden als MeeresforscherInnen, dass wenn es schon nicht gelingt, in dieser Zeit das Steuerruder rumzureißen und in eine Welt zu kommen, die nicht so viele Arten verliert, es ist ja mittlerweile jede achte Art, Baum, jede sechste Art, aber Tier und Pflanze im Durchschnitt jede achte Art, die gefährdet ist und auch in den Meeren, dann sollten die wenigstens dokumentiert sein und Namen haben, bevor sie untergehen. Das ist schon wichtig, finden wir, und deswegen gehört zur Vermessung der Meere natürlich auch das Leben. Wie macht man das? Ein kleines mathematisches Rätsel, wie kann man das vermessen und zählen, was man gar nicht kennt? Auch hier wird extrapoliert, das geht so, dass man mit dem Schiff Proben nimmt, eben wieder auf Krits oder auf Transekten, dann schätzt man von jeder Probe, die man hat, wie viel ist bekannt, wie viel ist unbekannt an Arten, da helfen uns Hochsequenzierungsmethoden natürlich sehr, weil oft haben die Tiere gar keinen Namen. Und dann fährt man weiter und kann über die Flächen, indem man immer eine neue Fläche dazu nimmt und immer wieder schätzt, wie viel ist immer noch unbekannt, hochrechnen, wie viel unbekannt ist im ganzen Ozean ist. Das sind wirklich gigantische Zahlen. 10 Millionen Arten von Tiefseetieren. Bei den Mikroorganismen ist es so, dass man das gar nicht so richtig schätzen kann. Also wir gehen davon aus, 1 Milliarde, weil dort ja jeder Teelöffel ungefähr 1000, jeder Teelöffel Meeresschlamm 1000, 2000 neue Arten. Tauchen wir also wieder auf und ich ende mit einem Ereignis, das für mich ganz toll ist. Meine letzten zwei großen Expeditionen, bevor ich AWI-Direktorin wurde, da haben wir versucht, dort die Vermessung des Ozeans voranzubringen, wo drüber Eis liegt. Das ist ja nochmal viel schwieriger, denn wo Eis liegt, wirklich mehr Eis auf dem Ozean, dann kann so ein Forschungsschiff nicht einfach einen geraden Vermessungstransekt fahren, sondern ist davon abhängig, ob es überhaupt durchs Eis brechen kann oder muss sonst, und diese Methode haben wir da erfunden, sich an eine Eisscholle legen und mit der Eisscholle driften. Dann fährt es ganz ruhig und langsam über das zu vermessene Gebiet. Und so haben wir es geschafft, einen Traum wahr werden zu lassen, den schon einige AWI-Direktoren vor mir hatten, nämlich ein Stück voranzukommen mit der Vermessung des Gackelrückens. Wie ich es anfangs zeigte, die Fantasie von Maritar hat dazu geführt, dass wir diesen Gackelrücken, der ganz grob vermessen wurde, tatsächlich schon mal als Modell auf der Karte hatten. Dann gab es U-Boot-Überfahrten verschiedener Länder. Dann gab es einige Polarsternreisen. Und wir konnten hinfahren in 2014 und 2016 mit allen hochauflösenden Methoden diesen fantastischen Spreizungsrücken, der knapp am Nordpol vorbeischrammt, vermessen und uns begeistern dafür, dass das Aufklappen, wo neuer arktischer Ozean geboren wird, wo neue Erdkruste an die Oberfläche kommt, unter dickem Eis und von starkem Vulkanismus die Landschaften geprägt sind. Sie sehen hier all diese vielen kleinen Nupsis, das sind alles Seeberge, auf die noch nie jemand geschaut hat. Wir konnten wenigstens so 10 Seeberge, da konnten wir mal richtig messen und eine Kamera runterlassen, und wir haben wirklich unglaubliche neue Lebensgemeinschaften gefunden, welche hier auf Wasserstoff basieren, uralte Schwämme. Ich kann das leider alles gar nicht zeigen, weil meine Zeit jetzt schon um ist. Ich möchte nur enden mit diesem Ausruf nochmal, dass es einfach schlicht unanständig ist, dass wir auf einer Erde leben, die wir nicht kennen, in diesen Zeiten. Und das hat auch politische Konsequenzen, das ist ganz klar. Wenn man etwas schützen will, wenn man wissen will, wie Dinge funktionieren, dann muss man messen können, dann muss man vermessen können. Und die Landschaften, die Skala einer Landschaft, das wissen wir ja alle, was das bedeutet für den Umgang mit der dünnen Haut der Erde am Land. Und genauso ist es am Meer. Die Tiefsee ist nicht einheitlich. Wir haben hier am Marum mit dem AWI zusammen, dem ZNT und allen Marinen, die hier sind, wirklich in der Forschung international einen Ruf dafür, dass wir die Kenntnis von Meereslandschaften vorangetrieben haben. Natürlich ist dabei die Mathematik hauptsächlich ein Werkzeug, aber sie ist eben essentiell, um zu diesen großen Schätzungen zu kommen und ein Ausrufezeichen dahinter zu setzen, dass der Weg auch ein Teil des Zieles ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag, Frau Professor Fabricius. So, wir machen eine kleine Pause und zwar bis alle. So, ich hoffe, es sind alle aus der Pause zurück. Bevor es weitergeht, möchte ich ganz kurz etwas sagen zu unseren beiden Musikerinnen und den Stücken, die wir heute hören. Es spielen für uns Frau Cornelia Vogt und Frau Anne Büchner. Und wir hatten das erste Musikstück und das, was wir jetzt hören werden. Wir üben zusammen das Violinduo von Ferréol Massas, dem französischen Komponisten, und das mittlere Stück des wahren Duette von Johann Sebastian Bach. Nun freuen wir uns auf den zweiten und dritten Satz des Violinduos von Massas. Bitte schön. Thank you.
Vielen Dank unseren beiden Musikerinnen. Und nun kommen wir zum Herzstück der Veranstaltung. Und zwar den Festvortrag und der entsprechenden Einführung. Ich möchte also sehr gerne Herrn Bouillet nun bitten, ganz kurz die Einführung zu halten. Das ist jetzt wieder hybrid. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gauß-Vorlesung, es ist mir eine große Ehre, Ihnen den Sprecher der heutigen Gauß-Vorlesung, Valentin Blomer, vorzustellen. Kurz zu mir, mein Name ist Jan Brunier, ich bin Professor für Mathematik an der Technischen Universität Darmstadt. Valentin Blomer studierte Mathematik in Mainz und schloss dort im Jahr 2001 mit dem Diplom ab. Schon wenig später promovierte er an der Universität Stuttgart im Jahr 2002. Sein Doktorvater war Jörg Brüdern und das Thema seiner Promotion war The Arithmetic of Squareful Numbers. Im Jahr 2005 habilitierte sich Valentin Blomer an der Universität Göttingen. Im Anschluss von 2005 bis 2009 war er Professor für Mathematik an der University of Toronto in Kanada, dort zunächst als Assistant Professor und später als Full Professor. 2009 bis 2019 hatte er eine Professur an der Universität Göttingen inne und seit 2019 ist er Professor für Mathematik an der Universität Bonn. Ich möchte auch sagen, dass Valentin Blomer ein hervorragender Pianist ist, nicht nur ein hervorragender Mathematiker. Er studierte Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Ich habe in Vorbereitung für die Laudatio heute überlegt, wo Valentin Blomer und ich uns zum ersten Mal begegnet sind. Und ich glaube, das war im Jahr 2010, auf der 11. Tagung der Canadian Number Theory Association, damals an der Acadia University in Nova Scotia. Dort hatten wir beide Hauptvorträge gehalten. Valentin Blomer befasste sich in seinem Vortrag mit einem sehr zentralen Thema in der Zahlentheorie, nämlich der Ramanujan-Petersen-Vermutung für die Gruppe GLN über Zahlkörper. Ein Höhepunkt dieser Canadian Number Theory Association Tagung, die alle 2 Jahre regelmäßig stattfinden, ist stets die Verleihung des Ribbenbogenpreises. Der damalige Preisträger war gerade Valentin Blomer, der unter anderem für seine Arbeiten zur Ramanujan-Petersen-Vermutung geehrt wurde. In der Folge sind wir uns relativ regelmäßig begegnet, auf Tagungen, zum Beispiel am Mathematischen Forschungsinstitut in Oberwolfach oder am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn. Unsere Begegnungen habe ich immer als sehr angenehm und sehr bereichernd empfunden. Neben dem Ribbenbohm-Preis wurde Valentin Blomer für seine Forschung mit einer Vielzahl weiterer Preise ausgezeichnet. Ich möchte nur einige nennen, beispielhaft wie etwa im Jahr 2005 den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Jahr 2010 gewann er einen ERC Starting Grant und etwa im Jahr 2019 wurde er zum Mitglied in die Academia Europaea aufgenommen. Das Forschungsgebiet von Valentin Blomer liegt in der analytischen Zahlentheorie. Insbesondere beschäftigt er sich hier mit automorphen Formen, L-Funktionen und quadratischen Formen. Vielleicht kurz zum Begriff der automorphen Form. Frau Schüll hat in ihrer Laudatio vorhin die Bedeutung der Symmetrie in Physik und Mathematik hervorgehoben. Automorphe Formen kann man verstehen als Funktionen, die besonders ausgezeichnete Symmetrieeigenschaften haben. Sie sind invariant unter typischerweise einer unendlichen und nicht kommutativen Gruppe und dadurch ausgezeichnet und zentral in der Mathematik.
Valentin Blomer hat hier eine Vielzahl wichtiger Beiträge geleistet, zum Beispiel zur Ramanujan-Petersen-Vermutung über Zahlkörpern oder zu Subconvexity Bounds für L-Funktionen und zu Darstellungsanzahlen von quadratischen Formen. Der heutige Vortrag von Valentin Blomer befasst sich mit Arithmetik und Analysis im Wechselspiel. Zunächst scheinen Zahlentheorie, also Arithmetik, und Analysis nicht viel miteinander zu tun zu haben. Die Zahlentheorie befasst sich mit diskreten Größen, mit den Eigenschaften der natürlichen Zahlen. Zum Beispiel untersucht sie die elementaren Bausteine der natürlichen Zahlen, also die Primzahlen. Die Analysis dagegen beschäftigt sich mit Grenzprozessen und kontinuierlichen Größen, beispielsweise mit unendlichen Summen und stetigen Funktionen. Jedoch hat sich gezeigt, dass Zahlentheorie auf der einen Seite und Analysis auf der anderen sehr viel miteinander zu tun haben. Ihr Zusammenspiel ist fruchtbar und überaus faszinierend. So verdanken wir die besten bekannten Resultate zur Verteilung der Primzahlen, zum Beispiel tiefliegenden Techniken der Analysis. Dies möchte ich an einem einfachen Beispiel etwas erklären. Bereits in der griechischen Antike interessierte man sich für Primzahlen. Euklid von Alexandria bewies um 300 vor Christus etwa, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Dies ist heute als der Satz von Euklid bekannt. Leonhard Euler entdeckte im 18. Jahrhundert eine enge Beziehung zwischen der Verteilung der Primzahlen und der Analysis, der durch die Riemannsche Zeta-Funktion bewerkstelligt wird. Euler konnte zeigen, dass die Summe der Kehrwerte aller Primzahlen, also wenn man aufsummiert, ein Halb plus ein Drittel plus ein Fünftel plus ein Siebtel plus ein Elftel und so weiter, wenn man das für alle Primzahlen macht und aufsummiert, so hat diese Summe einen unendlichen Wert. Folglich muss es auch unendlich viele Primzahlen geben, denn wenn es nur endlich viele gäbe, hätte man die Summe von endlich vielen Brüchen, was natürlich eine endliche Zahl, ein endlicher Wert wäre, sogar eine rationale Zahl. Also in der Tat liefert dies einen vollkommen neuen Beweis für die Unendlichkeit der Menge der Primzahlen. Man erhält sogar mehr. Die Summe der Kehrwerte aller Quadratzahlen, wenn man sich die anguckt dagegen, also wenn man macht 1 plus 1 Viertel plus 1 Neuntel plus 1 Sechzehntel plus 1 Fünfundzwanzigstel und so weiter, wenn man diese unendliche Summe betrachtet, so kommt tatsächlich ein endlicher Wert heraus. Genauer kommt heraus Pi Quadratsechstel, was auch ein berühmtes Ergebnis von Leonhard Euler ist. Hieraus kann man nun schließen, dass es in einem gewissen Sinne mehr Primzahlen als Quadratzahlen geben muss, was man als erstes quantitatives Ergebnis über die Verteilung der Primzahlen auffassen kann. Also wir sehen hier, der analytische Zugang, den ich angedeutet habe, der liefert am Ende wesentlich mehr als das reine zahlentheoretische Argument, das Euklid benutzte. Doch dies nur als ein ganz kleiner Ausblick auf den folgenden Vortrag. Und ich freue mich, dass uns nun Valentin Blomer in seinem Vortrag sehr viel mehr über das Wechselspiel von Arithmetik und Analysis erzählen wird. Ja, vielen Dank, lieber Jan, für die einführenden Worte. Und vielleicht als Wichtigstes zuerst, ich glaube, im Saal kann man mich hören, das kann ich nämlich selbst hören. Ich hoffe, man kann mich auch von den Zugeschalteten hören. Solange es da keinen Einspruch gibt, gehe ich davon aus, dass das klappt. Ja, einen ganz besonders herzlichen Dank auch an die DMV und vor allem an die Bremer Organisatorinnen für die Organisation dieser Gauss-Vorlesung. Das ist ja momentan eine echte Herausforderung, so eine schöne Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wenn man bedenkt, dass seit knapp 2 Jahren das Wort Planungssicherheit aus dem deutschen Sprachgebrauch verschwunden zu sein scheint. Ich möchte mit Ihnen heute Abend untersuchen, wie sich zwei ganz verschiedene Gebiete der Mathematik,
Zahlentheorie und die Analysis gegenseitig befruchten können. Jan Grenier hat es schon angedeutet und möchte Ihnen dieses Wechselspiel an klassischen und an Beispielen der modernen Forschung zeigen. Diese Schnittstelle ist die analytische Zahlentheorie und das ist genau mein Forschungsgebiet. Beginnen möchte ich mit den ganz elementaren Bestandteilen der Zahlentheorie, den Primzahlen. Sie erinnern sich, Primzahlen sind durch 1 und sich selbst teilbar und durch sonst nichts. Ich habe Ihnen mal ein paar mitgebracht. 2, 3, 5, 7, 11, auch ein paar größere. Da ist zum Beispiel mein Geburtsdatum kodiert, der 4.8.77. Und noch ein paar größere. Ja, warum interessieren wir uns für Primzahlen? Primzahlen sind die fundamentalen Bestandteile der natürlichen Zahlen. Jede Zahl lässt sich zerlegen in Primzahlen und diese Zerlegung ist eindeutig. Also zum Beispiel 30 ist 2 mal 3 mal 5 und anders geht das auch nicht. Und man kann das auch mit größeren Zahlen machen, dann tauchen möglicherweise Primfaktoren mehrfach auf. Aber ich kann zumindest jede Zahl zerlegen in Primfaktoren. Das sind die kleinsten Bestandteile, die ich sie zerlegen kann und weiter geht es nicht mehr. Und das ist eindeutig. Primzahlen sind somit die atomaren, nicht mehr teilbaren Bausteine der natürlichen Zahlen, quasi das Periodensystem der Mathematiker. Das, was das Periodensystem für den Chemiker ist, das sind die Primzahlen für uns. Aber unsere Welt ist reicher als die der Chemiker. Unsere Periodentafel hört nämlich niemals auf. Wir haben unendlich viele Primzahlen, das wussten schon die alten Griechen und ich nehme an, viele der Zugeschalteten und viele derjenigen hier im Raum kennen den berühmten Beweis von Euklid. Wir nehmen an, es gäbe unendlich viele Primzahlen, nennen wir die P1 bis Pn. Und die brillante Idee ist, sich das Produkt anzuschauen und noch eins dazu zu zählen. Und dann stellt man fest, diese Zahl P ist durch keine der Zahlen P1 bis Pn teilbar, denn sie lässt ja immer Rest 1. Aber die Primzahlen P1 bis Pn sind bereits alle Primzahlen, die wir haben. Und wenn die durch keine teilbar ist, dann ist P durch überhaupt gar keine Primzahl teilbar. Aber das ist offenbar im Widerspruch zum Hauptsatz der Arithmetik, dass sich jede Zahl als Produkt von Primzahlen teilen lässt. Der Beweis des Euklids ist sogar konstruktiv. Sie können damit Primzahlen erzeugen gewissermaßen, wenn Sie die noch nicht kennen. Also nehmen wir an, wir kennen nur die Primzahlen bis 13, dann bilden wir das Produkt, zählen eins dazu, faktorisieren das Ganze und haben zwei neue Primzahlen, nämlich in diesem Fall 59 und 509. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann stellt man fest, dass der Hauptsatz der Arithmetik ziemlich viel über Primzahlen aussagt. Zum einen darf es nämlich nicht zu wenige Primzahlen geben. Sonst kann die Existenz der Primfaktorzerlegung nicht gewährleistet werden. Das ist genau das Argument des Euklid. Wenn es zum Beispiel nur endlich viele gäbe, könnten wir Zahlen konstruieren, die durch gar keine Primzahlen teilbar sind. Gleichzeitig darf es aber auch nicht zu viele Primzahlen geben. Sonst könnte die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung nicht gewährleistet werden. Und diese Überlegung ist der Ausgangspunkt für etwas, wo jetzt Analysis ins Spiel kommt. Jan Grenier hat sie schon ein bisschen kalibriert. Was jetzt passiert, wir machen einen Zeitsprung in der Mathematikgeschichte und gehen 2000 Jahre nach vorne und schauen uns an, was Euler dazu zu sagen hat. Und Euler macht etwas, was zunächst mal abwegig aussieht, aber wir werden gleich sehen, wozu das gut ist. Euler untersucht eine Funktion, die als unendliche Reihe gegeben ist, 1 durch 1 hoch s plus 1 durch 2 hoch s plus 1 durch 3 hoch s und so weiter, kann man kompakt als Summe schreiben und macht zwei erstaunliche Entdeckungen. Die erste ist, obwohl das scheinbar gar nichts mit Primzahlen zu tun hat, hat es doch sehr viel mit Primzahlen zu tun. Diese unendliche Reihe lässt sich nämlich als Produkt schreiben über alle Primzahlen mit einem Faktor, der hier steht. Und warum dieses Gleichheitszeichen gilt, da steckt ein bisschen mathematischer Hokuspokus drin, den ich nur kurz skizzieren will,
Man kann jeden Faktor hier in eine geometrische Reihe entwickeln und ausmultiplizieren und dann steht diese Reihe da. Und wenn man das macht, passiert etwas ganz Erstaunliches. Wenn man nämlich nach dem Ausmultiplizieren, nach Potenzen von k hoch s sortiert, dann steht hier oben im Zähler die Anzahl der Möglichkeiten, k als Produkt von Primzahlen zu schreiben. Und wir wissen, wie viele das sind. Das ist nämlich genau eine. In jedem Fall. Das ist die Existenz und Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Also, dass hier oben immer eine 1 steht für jedes k, ist exakt der Hauptsatz der Arithmetik. Wir haben also hier eine analytische Umformulierung des Hauptsatzes der Arithmetik. Die zweite Beobachtung ist, wenn ich s gleich 1 einsetze, erhalte ich auf der linken Seite die geometrische Reihe und man lernt, dass die divergiert, die geht durch die Decke, die wird beliebig groß, die konvergiert gegen keinen endlichen Wert. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite, wenn ich, sind wir schon ein bisschen weit gegangen, wenn ich hier s gleich 1 einsetze und es gäbe nur endlich viele Primzahlen, hätte ich einen endlichen Ausdruck, der konvergiert. Auf diese Art und Weise schließt Euler die Unendlichkeit der Primzahlen aus einer analytischen Aussage, nämlich dem Pol der Funktion z von s, die ich hier für Sie gezeichnet habe, an der Stelle s gleich 1. Wir fassen zusammen, man kann rein algebraische Sachverhalte analytisch ausdrücken und beweisen. Und das ist die Geburtsstunde der analytischen Zahlentheorie und darum soll es heute gehen. Wir machen einen weiteren Zeitsprung um 100 Jahre und schauen uns an, was Riemann dazu zu sagen hat. Wir erinnern uns, Euler hat sich diese Funktion hier angeschaut und hat damit gezeigt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, indem er sie für reelle Zahlen s größer als 1 betrachtet. Riemann geht einen Schritt weiter und lässt auch komplexe Zahlen s zu. Vielleicht wissen Sie nicht, was komplexe Zahlen sind. Das macht nichts. Für den Zweck der heutigen Vorlesung reicht es vollkommen, sich vorzustellen, dass das zweidimensionale Zahlen sind. Ja, wir haben jetzt Zahlen, die leben in der Ebene, die sind nicht aufgereiht auf der Zahlengeraden, sondern die leben auf der Ebene. Und damit habe ich eine Dimension mehr zur Verfügung. Insbesondere konnte Euler hinter dieser Singularität nicht weiterlaufen. Wenn man aber zwei Dimensionen zur Verfügung hat, kann man vielleicht um die Singularität drumherum laufen. Und genau das passiert. Obwohl die Reihendarstellung keinen Sinn ergibt, wenn ich s kleiner als 1 nehme, kann ich durch den Umweg über die komplexen Zahlen diese Funktion fortsetzen. Und der Mathematiker nennt das eine holomorphe bzw. meromorphe Fortsetzung. Und diese Fortsetzung ist die berühmte Riemannsche Zeta-Funktion. Die habe ich für Sie mitgebracht. Hier sehen Sie ein Bild und der schwarze Strich, den Sie hier sehen, das ist das, was Euler gesehen hat. Und Riemann sieht das ganze orangene Gebirge. Das sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Meeresboden und das ist sozusagen die Vermessung der Primzahlen. Und Sie sehen, man kann eben jetzt um den Pol drumherum laufen und sehen, was sich dahinter abspielt. Und die Vermessung der Primzahlen liefert einem eine ganze Menge. Zum Beispiel liefert sie einem den berühmten Primzahlsatz. Wir wissen schon, es gibt unendlich viele Primzahlen, aber vielleicht wollen Sie wissen, wie viele gibt es eigentlich. Ja, zum Beispiel bis zu Ihrer Lieblingszahl. Sagen wir bis zu 1 Million. Ja, wenn ich wissen will, wie viele gibt es bis x, x könnte jetzt 1 Million oder 100 Millionen oder 10 Milliarden sein. Wie viele Primzahlen gibt es? Das nennt man Pi von x. Das ist näherungsweise durch ein relativ kompliziertes Integral gegeben, was der Computer Ihnen aber ohne jede Probleme ausrechnen kann. Das ist eine Funktion der oberen Integralgrenze, hier x, und das ist numerisch problemlos auszurechnen. Und die Tatsache, dass das eine gute Näherungsformel ist, ist äquivalent zu einer analytischen Aussage, nämlich der Aussage, dass die Riemannsche Zeta-Funktion auf der geraden Realteil 1 nicht verschwindet. Wiederum können wir ein arithmetisches Problem übersetzen in ein analytisches Problem. Und ich habe Ihnen das hier aufgezeichnet. Dieser blaue Strich hier ist genau die gerade Realteil 1. Und die gibt es hier nochmal, etwas gestaucht, im Intervall von minus 200 bis plus 200. Und in der Tat sehen Sie, die berührt die x-Achse nirgends. Die wird da niemals 0. Gut, das ist jetzt nur ein Bildchen, das ist kein Beweis.
ist auch nur das Intervall von minus 200 bis plus 200. Wir müssen zur Vermessung der Primzahlen abstrakte Argumente verwenden, um das sozusagen überall zu zeigen und nicht nur in dem Bildchen. Aber tatsächlich kann man das beweisen, dass dieser blaue Strich, diese blaue Kurve, dass die niemals die x-Achse berührt, egal wie weit sie hier rausgeht. Numerisch können wir uns das auch anschauen. Wenn Sie wissen wollen, wie viele Primzahlen gibt es bis 10 hoch 10, dann sind das ja, so viele. Und wenn Sie das logarithmische Integral ausrechnen, sehen Sie, die Näherungsformel ist ziemlich gut. Die ersten 5 Ziffern stimmen überein und es ist eine ziemlich gute Näherung. Ja, wie gesagt, dieses Bildchen hier, diese Riemannsche-Zeta-Funktion, die weiß alles über die Primzahlen. Zum Beispiel können Sie jetzt fragen, wie gut ist die Näherungsformel eigentlich? Welchen Fehler mache ich bei der Näherungsformel? Und es stellt sich heraus, der Fehler ist von der Ordnung x hoch Alpha, genau dann, wenn die Riemannsche-Zeta-Funktion in der Halbebene Realteil s größer Alpha nicht verschwindet. Hier sind wir jetzt leider in der Situation, dass wir nicht wissen, ob eine der beiden Seiten stimmt. Wir wissen, beide Seiten sind äquivalent, wir wissen aber nicht, ob sie richtig oder falsch sind. Sie sind entweder beide falsch oder beide richtig. Und dass sie beide richtig sind für jedes Alpha zwischen 1,5 und 1, ist die berühmte Riemannsche Vermutung. Eines der 7 Millenniumsprobleme des Clay Mathematics Institutes. Und wenn Sie die lösen, sind Sie 1 Million Dollar reicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ganze Menge Mathematiker gibt, die gerne bereit wären, 1 Million Dollar zu zahlen, wenn sie die Riemannsche Vermutung lösen könnten. Es ist ganz sicher eine der ganz, ganz fundamentalen Vermutungen. Seit 150 Jahren, seit mehr als 150 Jahren offen und eine der großen Herausforderungen für die Zukunft. Wie auch immer, ob sie nun gilt oder nicht, die Arithmetik der Primzahlen ist komplett kodiert in den analytischen Eigenschaften dieser Funktion. Es liegt an uns, diese Funktion zu vermessen, diese Funktion abstrakt zu verstehen und daraus Informationen über Primzahlen zu bekommen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf eine andere Veranstaltung der DMV aufmerksam zu machen. Geplant war als 20-jähriges Jubiläum der Millenniumsprobleme, das Millenniumsfestival, das war 2020 geplant und Sie können sich vorstellen, wie das mit der Organisation gelaufen ist und man wird ja nun im Laufe der Zeit demütig, wenn es um die Organisation von Veranstaltungen geht. Es wäre schön, wenn das 2022 stattfindet und da sollen in 7 deutschen Städten die 7 Millenniumsprobleme einer breiten interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden, an meiner Heimatuniversität in Bonn wird die Riemann-Vermutung vorgestellt und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder die andere von Ihnen da Interesse hätten und das da vielleicht auch mit dabei wäre. Ja, nun ist das heute die Gauss-Vorlesung und Gauss ist auch schon mehrfach aufgetaucht und natürlich wollen wir wissen, was Gauss zu den Primzahlen zu sagen hat. Und ja, Gauss kannte bereits den Primzahlsatz, er konnte ihn nicht beweisen, aber er wusste, dass das logarithmische Integral, was Sie hier unten sehen, die richtige Näherung ist. Und tatsächlich hat Gauss Primzahlen abgezählt bis 3 Millionen. Hier sehen Sie die Tabelle der Primzahlen zwischen 2 Millionen und 3 Millionen. Das bekommt man aus der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und es ist sehr beeindruckend. Da gibt es Regalmeter voll mit Gauss'schen Notizbüchern. Wirklich den Notizbüchern, auf denen Gauss mit seiner eigenen Tinte geschrieben hat. Das ist sehr beeindruckend zu sehen. Wenn man freundlich fragt, bekommt man eine Kopie. Und diese Tabelle ist so zu verstehen. Hier sehen Sie die Primzahlen zwischen 2 Millionen und 2 Millionen 100.000. Die nächste Spalte hat 2 Millionen 100.000 bis 2 Millionen 200.000. Und das Ganze wird in Trilliarden abgezählt. Gauss nannte das Trilliarden, das sind Zehntausender-Blöcke. Und hier schreibt er, wie viele Zehntausender-Blöcke. Keine Primzahl, eine Primzahl, zwei Primzahlen, drei Primzahlen und so weiter. Und da gibt es ein paar Kuriositäten. Hier gibt es zum Beispiel eine Trilliarde mit keiner Primzahl, das ist die hier oben. Eine mit exzessiv vielen Primzahlen, nämlich mit 17, das ist die hier unten. Und insgesamt findet er 67.862 Primzahlen. Das stimmt mit dem Näherungswert verdammt gut überein. Ja, und darüber berichtet er
seinem Freund Johann Enke einen Brief, den er geschrieben hat. Hoch zu verehrender Freund, die gütige Mitteilung Ihrer Bemerkung über die Frequenz der Primzahl ist mir in mehr als einer Beziehung interessant gewesen. Sie hat mir meine eigene Beschäftigung mit demselben Gegenstand in Erinnerung gebracht, deren ersten Anfänge in einer sehr entfernten Zeit waren, ins Jahr 1792 oder 93. Da war er 15 oder 16. Ja, Gauss ist 1777 geboren, also an die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht zuhören. Gauss war so ungefähr in ihrem Alter und hat also in seiner Freizeit Primzahlen gezählt und wusste, dass der richtige Näherungswert dieses logarithmische Integral ist. Und schreibt, ich habe, da ich zu einer anhaltenden Abzählung der Reihe nach keine Geduld hatte, sehr oft einzelne unbeschäftigte Viertelstunden verwandt, um bald hier, bald dort eine Trilliarde abzuzählen. So sind nun schon seit vielen Jahren die ersten 3 Millionen abgezählt und mit dem Integralwert verglichen. Doch nun ist es an der Zeit abzubrechen und mit den herzlichen Wünschen für Ihr Wohlbefinden stets der ihrige Karl Friedrich Gauss. Datiert auf den 24. Dezember. Ich weiß ja nicht, was Sie so auf Ihre Weihnachtspostkarten schreiben. Gauss schreibt über Primzahlen. Offenbar hat ihn das sehr beschäftigt und wenn er mal so eine Viertelstunde auf den Bus warten musste, um vom Gänsediesel zur Sternwarte zu fahren oder so, hat er 10.000 Primzahlen abgezählt und die in seine Excel-Tabelle. Ja, das ist Gaußens Beitrag. Gauss wird gleich nochmal vorkommen. Und ich möchte dieses Beispiel jetzt abschließen, dieses klassische Beispiel über die Riemannsche Zeta-Funktion und zu einem Beispiel der modernen Forschung kommen, wo Sie auch ein ganz interessantes Wechselspiel zwischen Zahlentheorie und Analysis sehen. Ich fange mit einer ganz typischen Fragestellung an. Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine gegebene Zahl als Summe von 3? Quadratzahlen zu schreiben. Okay? Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wir nehmen wieder mein Geburtsdatum, den 4.8.77, und hier stehen die Möglichkeiten, das als Summe von 3 Quadratzahlen zu schreiben. Und jetzt kann ich noch die Summanden in ihrer Reihenfolge verändern und ich kann auch noch Vorzeichen einbauen. Ob ich eine Zahl quadriere oder ein negatives quadriere, macht natürlich keinen Unterschied. Und damit komme ich insgesamt mit allen Kombinationen auf 792 Lösungen. Das kann man sehr gut geometrisch interpretieren, denn hier steht nichts anderes als eine Kugelgleichung. Und tatsächlich ist das nichts anderes als die Anzahl, als die Punkte mit ganzzahligen Koordinaten auf einer Kugeloberfläche mit Radius Wurzel der Zahl, die sie betrachtet hat, in dem Fall Wurzel 4877. Nun sind wir Mathematiker, wir wollen Strukturaussagen machen und ich möchte was über diese Punktmenge aussagen. Ist das irgendeine amorphe Menge? Oder weiß ich darüber was? Weiß ich, wie groß die Menge ist? Wie viele Punkte sind es? Wie sind die verteilt? Gibt es da Muster? Gibt es da Strukturen? Was kann ich darüber aussagen? Und um das mit Ihnen zu besprechen, muss ich ein kleines bisschen ausholen und einen kleinen Ausflug in die Algebra machen. Und wir haben uns heute schon über die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung unterhalten. Und ich will Ihnen jetzt ein Beispiel zeigen, ein ganz frappierendes Beispiel, wo die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung verletzt ist. Dazu betrachten wir Ringe, in denen auch so Wurzelausdrücke erlaubt sind. A plus B mal Wurzel D. Und ja, nehmen wir mal D gleich minus 5. Dann kann ich zerlegen, 6 ist 2 mal 3. Ich kann es aber auch zerlegen in 1 plus Wurzel aus minus 5 und 1 minus aus Wurzel aus minus 5. Liebe Schülerinnen und Schüler, die Sie vielleicht zuschauen, bitte erzählen Sie nicht Ihrer Mathematiklehrerin oder Ihrem Mathematiklehrer, dass ich Wurzel aus negativen Zahlen ziehe. Ich weiß, das ist an der Schule streng verboten und das ist auch richtig so. Aus den reellen Zahlen kann man keine negativen Wurzeln ziehen. Aber ich darf das und diese Ringe hier, die sind in die komplexen Zahlen eingebettet und da ergibt das Sinn. Und wir wollen das hier nur als formalen Ausdruck anschauen, wenn man darauf die dritte binomische Formel anwendet, steht da 1 minus minus 5 und das ist 1 plus 5 und das ist 6. Ja, und diese Zahlen, die hier stehen, 2 und 3 und 1 plus minus Wurzel 5, sind auch nicht weiter zerlegbar. Wir haben also echt unterschiedliche Zerlegungen in unzerlegbare Zahlen. Damit ist die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung verletzt. Für die Fachleute, das Problem, was wir hier haben, ist, dass wir es mit Ringen zu tun haben, Hauptideale sind. Ja, das ist kein pathologisches Beispiel, was ich Ihnen hier konstruiert habe. Das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das ist bei solchen Ringen fast immer der Fall.
dass die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung verletzt ist. Und man kann messen, man kann quantifizieren, wie sehr das der Fall ist. Diesen Defekt kann man quantifizieren und das macht die Klassengruppe. Wir haben heute schon von Gruppen gehört und hier taucht wieder eine Gruppe auf, die ich nur schnell definieren möchte und dann machen wir auch sozusagen ganz konkret weiter. Man nimmt alle gebrochenen Ideale, teilt die Untergruppe der Hauptideale raus und der Quotient, den man kriegt, der ist eben nicht immer trivial. Es sind nicht alle Ideale Hauptideale und immerhin ist die Gruppe aber endlich. Und man erhält auf diese Art und Weise eine endliche abelsche Gruppe und die Größe dieser Gruppe misst in gewisser Hinsicht, wie schlimm die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung verletzt ist. Ja, diese Gruppe, das ist die sogenannte Klassengruppe, ist das zentrale oder eines der ganz zentralen Objekte in der algebraischen Zahlentheorie. Eine ganz wichtige und viel untersuchte Gruppe, die viele Geheimnisse birgt, die an vielen Stellen nicht gut verstanden ist, aber zumindest algorithmisch gut zugänglich ist. Also in jedem gegebenen Fall kann ich diese Gruppe relativ leicht ausrechnen. So, nach diesem Exkurs wieder zurück zu Summen von drei Quadraten. Wir wollten Strukturaussagen über diese Punktmenge hier machen. Und dazu will ich Ihnen jetzt drei ganz fundamentale Sätze vorstellen. Und Sie werden sich nicht wundern, dass der erste Satz von Gauss kommt. Schließlich ist es ja die Gauss-Vorlesung. Es gibt in der Mathematik verschiedene Arten von Sätzen. Es gibt Sätze, die sind unglaublich schwer zu beweisen. Es gibt Sätze, bei denen wir wissen ja gar nicht, wer sie beweisen sollen, zum Beispiel die Riemannsche Vermutung. Trotzdem sind es aber vielleicht Sätze, die irgendwie, wenn man irgendwie denken würde, die müssen richtig sein. Die sind sehr intuitiv, man hat das Gefühl, die sollten stimmen. Es gibt aber auch Sätze, die sind a priori ganz unglaublich eigentlich. Die würde man gar nicht vermuten. Die sind völlig überraschend, weil sie Dinge in Verbindung bringen, die man gar nicht in Verbindung bringen würde. Das sind vielleicht die spektakulärsten Sätze, weil man sie gar nicht vermuten würde. Und so einer ist der Satz von Gauss. Der Satz von Gauss bringt zwei Dinge in Verbindung, die selbst mit einer Menge Hintergrundwissen eigentlich völlig disparat sind. Und das ist nämlich die Punktmenge, die Darstellung von n als Summe von drei Quadraten und die Klassengruppe. Und der Satz von Gauss sagt, wenn Sie wissen wollen, wie viele Punkte gibt es auf der Kugel, dann teilen müssen Sie das durch 12 teilen, und dann kriegen Sie die Kardinalität der Klassengruppe. Mit anderen Worten, wenn Sie die Kardinalität der Klassengruppe mit 12 multiplizieren, dann wissen Sie, wie viele Punkte es auf der Kugel gibt. Sehr erstaunlich, dass diese beiden Objekte, Punkte auf der Kugel und ein Maß, was die Primfaktorzerlegung oder deren Nichtgeltung irgendwie misst, dass das was miteinander zu tun hat, sehr erstaunlich. Es gibt einen algebraischen Grund, warum diese Gleichung gilt. Diese Gruppe, die Klassengruppe, operiert nämlich einfach transitiv auf der Punktmenge bis auf gewisse Symmetrien. Daher kommt der Faktor 1/12. Die Kugel hat natürliche Symmetrien und wenn man die rausdividiert, die muss man halt noch rausdividieren, wenn man die rausdividiert, kommt man zu der richtigen Formel. Insbesondere kann man nach Wahl eines Basispunktes 1/12 der Kugel mit der Klassengruppe identifizieren. Ich habe hier auch ein numerisches Beispiel mitgebracht. Wir haben ja diese 792 Punkte schon gesehen und das ist in der Tat 12 mal 66 und 66 ist die Kardinalität der Klassengruppe. Also in diesem Fall stimmt der Satz, aber er stimmt natürlich immer, denn er ist von Gauss und natürlich stimmen die Sätze von Gauss. So, nachdem wir jetzt also wissen, dass wir diese Kardinalität berechnen können, indem wir die Klassengruppe kennen, fragen Sie sich bestimmt, tja, wie berechne ich denn jetzt die Kardinalität der Klassengruppe? Und da kommt Dirichlet ins Spiel, das ist der Nachfolger von Gauss auf dem Göttinger Lehrstuhl. Und Dirichlet gibt eine Formel für die Klassengruppe, für die Kardinalität, das ist die analytische Klassenzahlformel. Die sieht so aus, schauen Sie nicht zu genau hin, ich habe das eigentlich nur der Optik halber auf die Folie getan. Diese Formel ist sehr kompliziert und ich will nur eine Sache erwähnen, die sehr interessant ist. Auf der linken Seite steht eine natürliche Zahl. Das sind so und so viele Elemente, die in der Klassengruppe sind. Auf der rechten Seite tauchen Wurzeln und Pi und unendliche Reihen auf und erstaunlicherweise gibt es eine ganze Zahl. Gut, wie auch immer, das ist die Formel von Dirichlet, eine Formel, um die Kardinalität der Klassengruppe zu berechnen, aber die ist sehr kompliziert.
Und zum Schluss kommt Siegel ins Spiel. Das ist der nach heutigen Maßstäben tiefste Satz, der schwierigste Satz, der auch am kompliziertesten zu beweisen ist. Und Siegel sagt, dass diese unendliche Reihe, die hier steht, von n abhängt, weder besonders groß noch besonders klein ist, sondern die richtige Größenordnung ist bereits Wurzel n. Also die Klassengruppe ist etwa so groß wie Wurzel n. So, das waren jetzt ziemlich schwierige Sätze, die ich Ihnen hier gezeigt habe, und die gelten sogar noch in größerer Allgemeinheit. Man kann das nicht nur mit Summen von drei Quadraten machen, sondern auch mit allgemeineren quadratischen Form. Ich kann da zum Beispiel noch Koeffizienten hinsetzen. Und dann gilt genauso ein Satz von Gauss, nur dass der Faktor 1/12 jetzt 1/2 wird, weil Sie jetzt hier so ein Ei haben. Ja, diese quadratische Form gibt mir so ein Ellipsoid, so ein Ei, und das hat weniger Symmetrien. Sie können zum Beispiel nicht mehr die drei Variablen einfach vertauschen, weil die unterschiedliche Koeffizienten haben. Und diese sechs Permutationen, die spiegeln sich genau in dem 1/2 versus 1/12 wieder. Okay, aber bis auf die anderen Symmetrien gilt exakt eine ganz ähnliche Formel, und Sie haben halt hier jetzt auf diesem Ei 2 mal 66 Punkte, und Sie können die Hälfte des Eis mit der Klassengruppe identifizieren. Ja, gut, das ist schon mal eine Menge Struktur, und der Satz von Siegel sagt uns, da sind ungefähr Wurzel n Punkte auf der Kugel und auf dem Ei. Das heißt, die Punkte auf der Kugel werden immer dichter, je größer das n wird, das sehen Sie hier. Und jetzt fragen Sie sich, ja, wie dicht wird das? Gibt es da irgendwie Cluster oder Lücken oder wird das gleichmäßig aufgefüllt? Und in der Tat wird das gleichmäßig aufgefüllt. Die Punkte werden mit wachsendem n gleichmäßig verteilt auf der Kugel. Da sind ein paar technische Bedingungen drin, das klingt hier, diese lokalen Obstruktionen klingen ein bisschen wie beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Das ist eine technische Bedingung, die wir brauchen, und ohne die Bedingung wird es auch falsch. Ja, aber im Prinzip, je größer das n wird, desto mehr Punkte befinden Sie auf der Kugel. Wir fassen also zusammen, wir haben zwei Strukturmerkmale. Wir haben die algebraische Struktur, nämlich die Gruppenwirkung, und die geometrische Struktur, das ist die Gleichverteilung der Punkte. So, und um jetzt zur modernen Forschung zu kommen, möchte ich die vielleicht naheliegende Frage stellen, wie sind diese beiden Strukturen verknüpft? Was hat die algebraische Struktur der Gruppenwirkung mit der geometrischen Struktur der Gleichverteilung zu tun? Das ist die Vermutung von Michel und Venkatesh, und die macht Folgendes. Hier steht, was die macht, und ich erkläre Ihnen das jetzt mit einfachen Worten. Wir haben gesehen, dass sie 1/12 der Kugel und die Hälfte des Eis mit der Klassengruppe identifizieren können. Jetzt kann ich dadurch Punkte miteinander paaren, auf der Kugel und auf dem Ei, und kann jetzt mit der Klassengruppe durch 1/12 der Kugel und durch die Hälfte des Eis laufen. Wenn ich das simultan mache, kriege ich dann wieder Gleichverteilung im kartesischen Produkt. Also die Frage ist, gilt gemeinsame Gleichverteilung in diesem kartesischen Produkt. So, was heißt das eigentlich, gemeinsame Gleichverteilung? Das will ich Ihnen an einem einfachen Beispiel zeigen. Also hier habe ich Ihnen 10 Zufallszahlen mitgebracht auf dem Intervall 0,1. Die habe ich Ihnen hier auf der Geraden gezeigt. Und nochmal 10 Zufallszahlen. Und die kann ich jetzt paaren, indem ich einfach die erste mit der ersten, die zweite mit der zweiten, die dritte mit der dritten und so weiter paare, und dann kriege ich eine gemeinsame Verteilung. Um diese gemeinsame Verteilung aufzustellen, reicht es nicht zu wissen, was die Zufallszahlen sind, sondern ich muss wissen, in welcher Reihenfolge ich die durchlaufe, weil ich die ja gemeinsam paaren muss. Zum Vergleich, wenn ich die sortieren würde, dann würden Sie so eine Verteilung kriegen, die sieht ganz anders aus. Ja? Also bei gemeinsamer Gleichverteilung geht es darum, in welcher Reihenfolge ich die Punkte durchlaufe, sodass ich sie paaren kann, und dann kann ich von gemeinsamer Verteilung reden. Also zurück zu der Vermutung, wenn ich durch 1/12 der Kugel und die Hälfte des Balls simultan laufe mit der Klassengruppe, wenn ich die algebraische Struktur benutze, kann ich die geometrische Gleichverteilung wieder bekommen. Die Vermutung ist ja, die Vermutung ist bis heute ungelöst, aber ich konnte zumindest mit einem Pariser Kollegen vor kurzem zeigen, dass die Vermutung stimmt,
Wenn man die verallgemeinerte Riemannsche Vermutung annimmt, hier taucht auch wieder die Riemannsche Vermutung, also in gewisser Hinsicht, auf. Und der Beweis, können Sie sich vorstellen, im Sinne dieser Vorlesung besteht aus sehr viel Analysis. Ja, das war das Beispiel, was ich Ihnen hier vorstellen wollte, von der Struktur von ganzzahligen Punkten auf Kugeln und Ellipsoiden und der gemeinsamen algebraischen und geometrischen Struktur, die man mit Hilfe von Analysis ganz gut verstehen kann. Ich habe Ihnen jetzt verschiedene zahlentheoretische Probleme gezeigt, die man mit Hilfe von Analysis lösen kann. Und vielleicht fragen Sie sich, ob das Ganze eine Einbahnstraße ist, ob man immer nur die Analysis braucht, um der Zahlentheorie aus der Patsche zu helfen, wenn die nicht mehr weiter weiß. Aber es geht auch umgekehrt. Und ich will Ihnen jetzt ein analytisches Problem vorstellen, das ich mit Hilfe von Zahlentheorie löse. Und zwar geht es um das Spektrum Riemannscher Mannigfaltigkeiten. Klingt kompliziert, ich zeige Ihnen, was das ist. Stellen Sie sich eine Geigenseite vor und die ist an zwei Endpunkten festgehalten und dann schwingt die und gibt einen Ton ab. Die kann auch möglicherweise doppelt so schnell schwingen, dann klingt der Ton eine Oktave höher. Die kann auch dreimal so schnell schwingen, dann klingt der noch eine Quint höher und auf die Art und Weise kriegen Sie das Obertonspektrum eines Tons. Und ja, wenn man zum Beispiel bei dem Flügel da drüben einen Ton anschlägt, dann kriegt man nicht nur einen Sinuston, sondern die Obertöne tauchen mit gewisser Lautstärke alle in dem Ton auf und das macht die Klangfarbe auf. Die Obertöne überlagern den Ton und das macht die Klangfarbe des Flügels aus und deswegen können Sie auch unterscheiden, wenn eine Klarinette und ein Klavier denselben Ton spielen, klingt der anders, weil das Obertonspektrum anders ist. Das Obertonspektrum verrät mir, welches Musikinstrument da spielt. Und die Frage, die man sich stellt, ist, kann man aus dem Obertonspektrum rekonstruieren, wie das Musikinstrument aussieht? Wie meine Trommel aussieht, die ich mit einem kleinen Klöppel anschlagen kann, kann ich das anhand der Frequenzen, anhand des Obertonspektrums rekonstruieren. Ich will Ihnen das an einem ganz einfachen Beispiel mal ein bisschen vorrechnen. Wir nehmen uns eine rechteckige Trommel, die an allen Seiten fest eingespannt ist, die hat Seitenlängen Alpha und Beta und ich will deren Obertonspektrum verstehen. Wie klingt die, wenn ich die mit einem Klöppel anschlage? Und mathematisch gesprochen hat es mit dem Laplace-Operator zu tun und dessen Eigenschwingungen. Ich muss eine Differentialgleichung lösen und die Eigenschwingungen sind ganz leicht auszurechnen. Sie wissen, wenn Sie die Exponentialfunktion ableiten, dann rekonstruiert die sich selbst im Wesentlichen. Wenn ich die zweimal ableite, kriege ich hier Eigenfunktionen, so sehen die aus und Sie können daraus die Eigenfrequenzen bestimmen. Das sind diese Eigenfrequenzen, wobei n und n ganze Zahlen sind. Damit die Formel ein bisschen einfacher aussieht, mache ich ein paar kleine Normalisierungen. Ich wähle meine Einheit so, dass Alpha die Länge 2pi hat und Beta schreibe ich ein bisschen geschickt als 2pi durch Wurzel Gamma. Also Gamma gibt mir jetzt gewissermaßen das Verhältnis von Länge und Breite an und dann sieht diese Formel hier ein bisschen schöner aus. N² plus Gamma N². Ich will wissen, was ist das Obertonspektrum? Welche Struktur hat dieses Obertonspektrum von meiner Trommel, abhängig von Gamma? Gamma ist die Form der Trommel und ich will wissen, wie sieht das aus? Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Gut, Gamma gleich 1. Ich habe Ihnen hier mal die Frequenzen aufgeschrieben und in einem kleinen Histogramm aufgezeichnet. Und wir machen zwei Bemerkungen. Die erste Bemerkung ist total offensichtlich, die sind alle ganzzahlig, klar, wenn ich zwei ganze Zahlen addiere, kommen ganze Zahlen raus. Und die tauchen mit einer gewissen Multiplizität auf. Gewisse Eigenfrequenzen können mehrfach auftreten. Das sehen Sie hier, also bis zu viermal können die auftreten, manchmal dreimal, zweimal, einmal. Also die können mit einer gewissen Vielfachheit auftreten. Okay. Hier ist ein anderes Beispiel, meine Lieblingszahl, der goldene Schnitt. Schauen wir mal, wie da die Eigenfrequenzen aussehen. Die habe ich Ihnen auch mal mitgebracht. Die sind natürlich jetzt nicht mehr ganzzahlig, weil der goldene Schnitt eben auch nicht ganzzahlig ist. Und das sieht so aus. Das sieht so ein bisschen so aus, wie wenn man jemandem die Augen verbindet und ihn Dart spielen lässt. Und der wirft die Pfeile zufällig auf eine Gerade. Und das ist so ungefähr das, was dann dabei rauskommt. Die Pfeile landen halt irgendwo. Und wir stellen fest, da gibt es Situationen,
wo Eigenfrequenzen sehr nah beieinander liegen, aber auch wo gewisse Lücken sind. Also hier bei der 100 ist so eine Lücke, sieht man auch hier 95 und dann kommt die nächste erst bei 101. Aber dann haben wir hier zum Beispiel 106,4, 106,8, 107,2, 107,5. Also das clustert da ganz schön. Das ist ein bisschen wie beim Autoradio. Da gibt es auch so Situationen, da muss man länger drehen, bis man wieder einen Sender kriegt. Aber dann kommen ganz viele Sender, die ganz nah beieinander liegen. Und so ist das hier auch. Noch ein Beispiel, die Eulersche Zahl E. Hier sehen Sie die Frequenzen. Und das ist ein ganz ähnliches Bild, wo Sie auch so Stellen haben, wo es ein bisschen clustert. Und dann gibt es aber auch wieder so größere Lücken. Ja, und die Vermutung ist, dass genau das sein soll. Diese Eigenfrequenzen sollten zufällig sein. Die sollten genau so sein, wie wenn Sie jemandem die Augen verbinden und Dart spielen. Diese Frequenzen sollten so beschaffen sein, dass man einfach zufällig auf die Gerade seine Pfeile wirft und da entstehen die Eigenfrequenzen. Ja, diese Vermutung ist offensichtlich falsch. Denn wir hatten ja schon das Beispiel Gamma gleich 1 und da sind alle Frequenzen ganzzahlig und das ist bestimmt nicht zufällig. Wenn man mir die Augen verbindet und ich spiele Dart, dann treffe ich nicht die ganzen Zahlen. Das kann nicht passieren. Ja? Also das ist schon mal falsch. Aber das ist vielleicht auch einfach ein schlechtes Beispiel. Ja, und man muss diese Vermutung ein bisschen großzügiger formulieren. Und was eigentlich gemeint ist, dass wenn ich zufällig so eine rechteckige Trommel wähle, wenn ich also meine Längenverhältnisse zufällig wähle, dann sollten die Eigenwerte zufällig verteilt sein. Also für fast alle Trommeln, bis auf eine Ausnahmemenge vom Maß 0, sollten die Eigenwerte zufällig verteilt sein. Ja, jetzt haben wir schon öfter mal über Zufall gesprochen. Und was ist eigentlich Zufall? Ich habe Ihnen hier drei Zufallspunkte, Punktmengen mitgebracht. Und ich könnte Sie jetzt fragen, welche glauben Sie, welche von den drei ist zufällig entstanden? Gut, die erste sicher nicht. Das sieht man mit bloßem Auge, dass man so ein Gitter kriegt. Das ist nicht zufällig. Die dritte, die sieht irgendwie krass aus. Also, das sieht komisch irgendwie mit diesen Lücken hier und dann wieder plötzlich so Cluster. Die mittlere, vielleicht. Ja, also die dritte ist die zufällige, die unterste. Die zweite habe ich einfach dadurch generiert, dass ich die erste genommen habe und die Punkte minimal verwackelt habe. Ich habe jeden oberen Punkt hier genommen und ein kleines bisschen nach rechts oder links verwackelt und daraus entsteht die zweite. Die dritte ist echt zufällig entstanden. Ich habe mir von meinem Computer einfach 20 Zufallszahlen geben lassen und das ist das, was passiert. Und wir sind von unserer Erziehung her vielleicht so ein bisschen sehr auf den Mittelwert eingeschossen. Wenn wir innerhalb von 10 Stunden 10 E-Mails kriegen, glauben wir, dass wir jede Stunde eine kriegen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist das natürlich gar nicht so. Die Lebenserfahrung sagt einem, dass man natürlich irgendwie lange Zeit gar nichts kriegt und plötzlich kommen 4 auf einmal. Meistens dann, wenn man sie gar nicht unbedingt lesen will. Und genauso ist das hier auch. Es ist also sehr typisch, dass zwischendurch mal ganz viel auf einmal kommt. Und diese kleinen Abstände, die sind genau das, was der Zufall ist. Ja, also das ist eigentlich das typische Verhalten für Zufall. Wir kennen das noch aus einem anderen Zusammenhang. Das ist das Geburtstagsparadoxon, wenn Sie eine Schulklasse von etwa 20 Kindern haben, dann gibt es in der Regel 2, oder zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, gibt es 2, die am selben Tag Geburtstag haben. Man kann das direkt ausrechnen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das stattfindet, dass 2 Kinder am selben Tag Geburtstag haben. Und das ist näherungsweise dieser Exponentialausdruck. Und da sieht man schon, dass n taucht hier quadratisch gegen die Anzahl der Tage auf. Wenn n Quadrat größer als 365 wird, wird dieses Exponential fast 0 und damit die Wahrscheinlichkeit fast 1. Das heißt, wenn ich Wurzel n Geburtstage auf n Tage zufällig verteile, dann sollte es 2 geben, die ganz nah beieinander liegen. Unser Jahr hat 365 Tage, aber wenn unser Jahr n Tage hätte, bräuchten wir halt Schulklassen mit Wurzel n Kinder. Ja, und dann hätten wir genau dieses Geburtstagsparadoxon. Und wenn wir das jetzt auf die Eigenwerte umrechnen, wenn Sie diese n-Eigenwerte, die einen Mittelwert im Abstand von 1 haben, wenn Sie die zufällig auf Ihre Dartlinie schießen, dann sollte es typischerweise welche geben, die Abstand 1 durch n haben.
Und sogar noch mehr, wenn Sie sich einen Parameter Delta vorgeben, dann sollte das, also mit, wenn Sie Abstand Delta n haben wollen, dann sollte es etwa Delta, sollte Delta n Paare geben mit Abstand etwa Delta. Das ist das, was die Poisson-Verteilung uns sagt. Ja, und genau diesen Satz habe ich bewiesen mit verschiedenen Kollegen in zwei Arbeiten mit Jean Bourguin, Sev Rudnik, Max Radziwill und noch einer weiteren Arbeit mit Max Radziwill, und den möchte ich Ihnen am Schluss noch vorstellen. Wir geben uns ein Epsilon vor und natürlich die ganzen technischen Sachen sind sicherheitshalber hier verborgen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann sehen Sie auch gar nicht, dass der Satz technisch ein bisschen schwierig ist. Also wir geben uns ein Delta vor, was zwischen n hoch minus 1 plus Epsilon und 1 liegt. Und dann gilt für fast alle solche Trommeln, also für fast alle Seitenverhältnisse, und wie wir gesehen haben, mehr können wir nicht fordern als fast alle, denn sonst ist der Satz einfach falsch. Dass es, wie erwartet, Delta n Paare gibt von Eigenfrequenzen mit Abstand höchstens Delta. Insbesondere gibt es Abstände der Größenordnung 1 durch n hoch 1 minus Epsilon, wenn Sie nämlich Delta gleich n hoch minus 1 plus Epsilon setzen. Wenn Ihnen das Epsilon nicht gefällt, dann kann man es auch wegnehmen, zumindest in gewissen Fällen. Wenn Sie zum Beispiel das Quadrat des goldenen Schnittes nehmen, dann finden wir auch Abstände, die tatsächlich 1 durch n klein sind, ohne irgendein Epsilon. Und diese rein analytische Aussage wird mit Zahlentheorie gelöst. Da haben wir also den umgekehrten Informationsfluss. Da wird Analysis mit Hilfe von Zahlentheorie bewiesen. Wieder taucht die Riemannsche Zeta-Funktion auf, Kettenbruchentwicklung, Teilerstatistiken und vieles andere. Ja, damit möchte ich meinen Vortrag beenden und möchte Ihnen die Personen vorstellen, die die in diesem Vortrag eine Rolle gespielt hat. Ganz zu oberst natürlich Gauss, klar, als Mastermind der modernen Mathematik und eine Reihe historischer Mathematiker. Und hier unten in der letzten Reihe sehen Sie meine Co-Autoren Ferrel Bramley aus Paris, Jean Bourguin, Fields-Medallist, kürzlich verstorben, Max Radziwill vom Caltech in Kalifornien und Sev Rudnik aus Tel Aviv. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für den Vortrag, Herr Blomer. Nun haben wir ein paar Minuten Zeit für Fragen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht genau. Wir fangen mal an mit Fragen im Raum. Ich lese im Chat und wenn ich was sehe, was hier in Frage aussieht, dann lese ich sie vor. Gibt es? Sind alle so dermaßen geschafft. Kann man geben, was wollen. Was wären die nächsten Schritte in diesem Gebiet? Das sind ganz große offene Fragen. Wie würde man jetzt weitermachen? Also die Fragestellung, die vielleicht nicht angekommen ist bei Ihnen, die Sie zu Hause zuschauen, ist, was die nächsten Schritte sind und wie man weitermacht. Nun habe ich Ihnen drei Sachen vorgestellt und jede dieser Punkte verlangt natürlich nach vielen weiteren Untersuchungen. Bei der Riemannschen Zeta-Funktion sehen wir, bei der Frage nach Primzahlen sehen wir, dass vieles ungelöst ist. Es gibt aber durchaus vielversprechende Ansätze, vielleicht nicht die Riemannsche Vermutung zu lösen, aber doch immerhin die Riemannsche Zeta-Funktion und viele ihrer verwandten Funktionen, die sogenannten L-Funktionen, besser zu verstehen. Bei allen diesen Fragen stehen eben große Vermutungen im Hintergrund. Ich habe Ihnen die Vermutung von Michel und Venkatesh vorgestellt und habe Ihnen gezeigt, dass die zumindest unter Annahme der verallgemeinerten Riemannschen Vermutung gelöst ist. Es gibt viele andere Ansätze. Ich habe Ihnen einen vorgestellt mit Zahlentheorie. Man kann daran auch ergodentheoretisch rangehen und das ist auch gemacht worden. Auch da gibt es einen konditionellen Beweis. Und man kann versuchen, sozusagen noch interdisziplinärer ranzugehen, nicht nur Zahlentheorie und Analysis zu verbinden, sondern auch
Maßtheorie, Ergodentheorie mit einzubeziehen. Das wird auch momentan gemacht und kann versuchen, sozusagen durch Combined Forces, mit vereinten Kräften, diese Vermutung von Michel und Venkatesh noch mehr zu Leibe zu rücken. Ja, und hier am Schluss steht eben die Barry-Tabor-Vermutung im Zentrum, die ja vielleicht die allerungelösteste von allen ist. Ich habe Ihnen das aller einfachste Beispiel gezeigt, nämlich das einer Trommel, einer rechteckigen Trommel. Man könnte auch schräge Trommeln nehmen, aber da gibt es natürlich so viele Möglichkeiten, noch tiefer einzusteigen, mehrdimensionale Trommeln, also mehr als zwei Dimensionen, auch gekrümmte Räume, und sich da über das Obertonspektrum Gedanken zu machen. Da gibt es sehr, sehr viele große ungelöste Fragen. Und haben die Mathematiker und die Mathematikerinnen noch viel zu tun, und ich freue mich sehr, da auch selbst ein bisschen mitwirken zu können. Ja, Sie haben ja das sehr schön anschaulich begründet mit der Fragestellung, ganz am Anfang in Ihrem letzten Teil, kann man die Form einer Trommel hören? Und das erinnert mich an die Arbeiten von Michel Lapidus, die Sie wahrscheinlich kennen, der in der fraktalen Welt diese Frage gestellt hat, indem er seine Arbeiten überschrieben hat mit der Frage, can you hear the shape of a fractal drum? Sind Ihnen die bekannt? Haben die eine Beziehung zu Ihren Arbeiten? Werden die gleichen Methoden eingesetzt? Das weiß ich im Detail nicht. Ich gehe aber davon aus, dass da zumindest keine Zahlentheorie oder nur am Rande Zahlentheorie vorkommt, was natürlich für mich gewissermaßen das Herzstück ist. Aber wie gesagt, die Mathematik lebt davon, dass man interdisziplinär rangeht und dass man versucht, einen gewissen Methodenreichtum aufzubauen. Und also sicherlich kann man, ich habe ja auch schon die Ergodentheorie angesprochen, die vielleicht ein bisschen schon in diese Richtung geht. Also sicherlich ist das eine vielversprechende Möglichkeit, das Ganze noch von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ja, wir haben ja am Anfang gesehen, dass man mit Hilfe von Analysis sieht, dass es unendlich viele Punktzahlen gibt, nach heute. Kann man denn mit Analysis dann vielleicht auch mal irgendwann entscheiden, ob es unendlich viele Punktzahlzillinge gibt? Also die Frage ist, ob diese Methoden und insbesondere analytische Methoden unendlich viele Primzahlzwillinge zeigen können, also Primzahl im Abstand von 2. Das wissen wir nach heutigem Stand nicht. Theoretisch steckt das natürlich in der Riemannschen Zeta-Funktion drin, wir sind aber nicht in der Lage, das aus der Riemannschen Zeta-Funktion herauszuholen. Man hat allerdings auch da große Fortschritte erzielt. Die sind zum Teil kombinatorischer, zum Teil aber auch analytischer Natur. Das sind Siebmethoden. Siebmethoden können aus prinzipiellen Gründen sowas wie Goldbach oder Primzahlzwillinge nicht beweisen. Sie können aber der Sache sehr, sehr nahe kommen. Und wir sind sehr, sehr nah. Wir haben zwei Aussagen, die ganz nah dran sind. Erstens, es gibt unendlich viele Zwillinge von einer Primzahl und einer Zahl, die höchstens 2 Primfaktoren hat. Ja, das ist ganz nah dran an 2 Primzahlen. Die zweite Sache, die wir haben, ist, es gibt unendlich viele Paare, das kann man sogar quantifizieren, von Primzahlen, die einen Abstand haben, ich weiß nicht genau, was die letzte Schrank ist, aber sagen wir grob 300. Ja, also nicht Abstand 2, sondern Abstand 300. Ungefähr, ich glaube vielleicht 250 oder sowas von der Größenordnung. Das ist sehr nah dran an Primzahlzwillingen. Das sind große Durchbrüche in der analytischen Zahlentheorie. Ja, es gibt, wie gesagt, fundamentale Gründe, weshalb wir echten Primzahlzwillinge mit Abstand 2 auf diese Art und Weise nicht kriegen können. Also man kann nicht einfach durch Verfeinerung der Methoden auf Primzahlzwillinge kommen. Da sind echt neue Ideen erforderlich. Aber man ist sehr, sehr nah dran mit solchen analytisch-kombinatorischen Methoden. Ja, ich würde gerne Ihrem letzten Teil noch eine technische Anwendung an die Seite stellen, von der Sie vielleicht wissen als Musiker, vielleicht auch nicht. Wenn man Lautsprecher baut,
dann möchte man gerne haben, dass die Eigenfrequenzen des Lautsprechers möglichst gleich verteilt sind. Warum möchte man das? Weil wenn man jetzt irgendeine Musik spielt, möchte man nicht, dass an irgendwelchen Stellen der Response des Lautsprechers, der Lautsprechermembran übergewichtig ist. Und was Sie ja im Grunde genommen gemacht haben, ist, wenn man es oberflächlich betrachtet, sich beschäftigt mit der Verteilung der Eigenfrequenz. Und deshalb kommt Lapidus rein, weil es nämlich einen französischen Physiker gibt, an der École Polytechnique, der die Beobachtung gemacht hat, wenn man Lautsprechermembranen fraktal gestaltet, dann kriegt man bessere Verteilung von Eigenfrequenzen, als wenn man klassische Geometrie nimmt, die wir alle aus dem Lautsprecherbau kennen. Und das hat dann Lapidus aufgegriffen und sich gefragt, can you hear the shape of a fractal drum? Also vielleicht sollten wir uns darüber mal tiefer unterhalten. Auf jeden Fall. Also ich wiederhole noch mal kurz, es geht darum, dass die Verteilung von... Okay, perfekt. Gut, ja, also das hat natürlich an vielen Stellen Bedeutung, gerade in der Musik. Heutzutage werden oft auch Instrumente so gebaut, dass man also ein bisschen die Physik der Eigenfrequenzen nicht nur rein empirisch benutzt, sondern dass man das auch wirklich also mit mathematischen Grundlagen macht. Und da gibt es also viele interessante Phänomene. Zum Beispiel habe ich in meinem Büro ein Klavier stehen, was auch elektrisch ist, und das hat ein Pedal, und das ist ein normales Pedal, und das Pedal ist genau der Haken eigentlich. Das ist das, wo man am meisten hört, dass es ein elektrisches Klavier ist. Denn das Pedal eines Klaviers verlängert ja nicht nur den Ton, sondern dadurch, dass die Dämpfer hochgehen, schwingen die ganzen Saiten mit. Das heißt, der Ton wird viel reichhaltiger, weil die ganzen Obertöne mitschwingen. Das in Echtzeit zu berechnen, was da passiert, ist Fourier-theoretisch so kompliziert, dass man das eben nicht macht, sondern dass eben einfach, wenn man das Pedal tritt, wird der Ton nur ausgehalten, weil der Klang wird nicht reicher. Ja? Gut, aber das nur so als Fußnote. Ja, eigentlich keine Frage, sondern ein Hinweis auf diese wunderbare Ahnengalerie. Sie haben das Beispiel uns gezeigt, dass die Eindeutigkeit des Blum-Zerlegungssatzes schief geht, wenn man komplexe Zahlen zulässt. Und die Rechnung, die Sie uns gezeigt haben, 1 minus die Quadratwurzel minus 5 mal 1 plus die Quadratwurzel minus 5, solche Rechnungen hat bereits Leibniz angestellt, der die komplexen Zahlen noch nicht kannte, aber gespürt hat, dass da mehr dahinter steckt. Also, wenn Sie mögen, könnten Sie dann Leibniz zwischen Euklid und Euler aufführen. Ja. Absolut. Und ich muss sowieso sagen, dass die natürlich unvollständig ist. Viele Menschen müssten hier noch zusätzlich erwähnt werden. Der Platz dieser Folie ist in gewisser Weise beschränkt, aber selbstverständlich, ja. Vielleicht als Nachtrag, ich komme von der Leibniz-Universität in Hannover. Völlig selbstlos angekommen. Gibt es noch Fragen? Es gibt noch eine Frage im Chat. Ah, ja, die ist jetzt. Okay, genau. Wunderbar. Also doch die Fragen wiederholen. Okay. Ja, das ist eine gute Frage. Wie hat Gauss die Primzahlen bis 3 Millionen berechnet? Tja, der hat das ohne Taschenrechner gemacht, ohne Computer. Im besten Fall mit Stift und Papier, eventuell auch nur in seinem Kopf. Ja, es gibt Primzahl-Algorithmen, die Gauss auch schon kannte und selbst entwickelt hat, also Algorithmen, um festzustellen, ob eine Zahl prim ist. Der hat das natürlich cleverer gemacht, als einfach alle Teiler bis Wurzel n durchprobiert. Hat Zahlentheorie benutzt und hat ein unglaublich feinsinniges Verständnis von Zahlen gehabt. Und hat damit tatsächlich einfach sozusagen mit Stift und Papier und seinem Kopf diese Primzahlen bis 3 Millionen berechnet. Und also ich habe Ihnen ja nur diese eine kleine Tabelle gezeigt, es gibt viel, viel mehr Tabellen, wo der das alles also in minutiös aufgeschrieben hat. Und die sind auch alle richtig, also fast. Man hat das nachträglich heutzutage jetzt also mit dem Computer nachgerechnet, geguckt. Und also Gauss hat eben zwei Rechenfehler gemacht, bis 3 Millionen. Eine Primzahl vergessen und eine war nicht prim, die er hingeschrieben hat und sowas. Aber das ist also sozusagen im Wesentlichen alles absolut gestimmt und das ist unglaublich, zeigt aber, was für ein Verständnis von Zahlen man bekommt,
wenn man damit wirklich hantiert und eben nicht die Maschine rechnen lässt, sondern das selbst macht. Das ist ganz unglaublich, was man da für eine Einsicht bekommt durch diese empirische Arbeit. Ja, noch eine Frage, gibt es auch analytische Ansätze für additive Fragen der Zahlentheorie, zum Beispiel Goldvermutung? Ja, es geht in eine ganz ähnliche Richtung, die Frage, die vorhin gekommen ist, zu Primzahlzwillingsvermutung. Die beiden Vermutungen sind dual, also Goldbach und Primzahlzwilling sind sehr ähnlich und vermutlich mit den gleichen Methoden zu lösen. Und ja, da gibt es analytische Ansätze, wobei die meisten Ansätze eine Mischung aus Analysis und Kombinatorik sind. Also Siebtheorie. Siebtheorie ist größtenteils kombinatorisch und zusammen mit Analysis kommt man da eben auch sehr nah dran, aber hat Goldbach eben auch noch nicht in der Tasche. Was man hat, ist den ternären Goldbach. Also drei Summanden, aber für zwei Summanden weiß man es momentan nicht. Ja, jetzt kommt noch eine Frage, wie kann man feststellen, ob die Ergebnisse eines Zufallsgenerators zufällig sind? Ja, das ist eine sehr gute Metafrage, die ich selbst auch nicht nachgeprüft habe. Denn natürlich, das ist fast eine philosophische Frage, natürlich sind in gewisser Hinsicht die Zufallszahlen, die ich mir vom Computer ausspucken lasse, auch nicht wirklich zufällig. Denn natürlich muss der die ja auch irgendwie generieren. Aber für den Zweck des heutigen Vortrags, denke ich, reichen die aus, diese Zufallszahlen. Ja, das ist jetzt in gewisser Hinsicht eine philosophische Frage, was wirklich zufällig ist. Aber ich glaube, die haben ungefähr gezeigt, was wir auch intuitiv als Zufall haben. Genau, das sagt hier, sind die noch bekannt gehoben. Ich könnte jetzt einmal probieren, ob ich den sprechen lassen kann. Gerne. Ja, Herr Lorenz, Sie können gerne das Wort erheben. Mathematikbegeisterte. Ich bin nicht der Organisator der Gaußvorlesung, sondern ich bin der Beauftragte der Deutschen Mathematikervereinigung für die Gaußvorlesung. Das ist ein großer Unterschied, denn die Organisation wird immer von Kollegen und Kolleginnen übernommen, die diese Aufgabe begeistert und mit großem Engagement annehmen. Und das leitet mich jetzt auch hier über zu einem Dank, ganz besonders an das Team um Anke Pohl an der Universität Bremen, die diese wunderbare Veranstaltung für uns organisiert hat. Herzlichen Dank dafür. Ja, und ein besonderer Dank geht natürlich auch an die Vortragenden. Antje Poetius hat uns ja erzählt über die Vermessung der Ozeane. Und anschließend haben wir etwas gehört über die Vermessung der Primzahlen und der Zahlenwelt insgesamt. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, heute oder in diesem Jahr jährt sich zum 200. Mal, also im Jahr 1821, hat Gauss begonnen mit der Landvermessung des Königreichs Hannover, nämlich als Triangulierung. Und es führt uns eigentlich auch dann in beide Welten, nämlich jetzt in die Welt der Vermessung, in dem Fall der Ozeane, wo wir eigentlich dann auch diesen Gedanken weiterführen. Und die Triangulierung, die Gauss damals eingeführt hat, spielt auch immer noch eine ganz wesentliche Rolle in der reinen oder theoretischen Mathematik, wenn wir uns nämlich mit komplizierteren geometrischen, abstrakt-geometrischen Gebilden beschäftigen.
Ja, ich möchte noch hinzufügen, die Gauss-Vorlesung ist eine Veranstaltung der Deutschen Mathematikervereinigung, die zweimal im Jahr stattfindet, an verschiedenen Orten. Und Sie können sich bitte notieren, die nächste Gauss-Vorlesung wird am 12. Mai 2022 stattfinden an der Universität Greifswald in der Aula der Universität. Und ja, Sie können dann die Informationen über diese Veranstaltung auf den Seiten der Deutschen Mathematikervereinigung nachlesen. Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und für Ihre Aufmerksamkeit zu danken.